Ich wollte Ihnen eigentlich mitteilen, dass Sie zum Gabelstaplerfahrer befördert wurden. Wirklich? Das ist der Hammer. Frank ist in Pension gegangen und da Sie hier sowieso einen Helm tragen müssen, wo ist Ihr Helm überhaupt? Oh, Entschuldigung. Jedenfalls gehört der Job Ihnen und Sie bekommen dafür 5% mehr Lohn. Eine Gehaltserhöhung? Das bedeutet dann wohl, dass ich mir die neuen Einblendungen mit den schicken Überleitungen leisten kann. Cut away! Hallo, liebe Freunde. Hallo, Colonel Arschfinger. Ich habe ein Raumschiff gebaut. Begleitet mich auf einer Weltraumreise. Halt. Cut. Cleveland, was machst du da? Ich dachte mir, ich sollte Colonel Arschfinger vielleicht einen ausländischen Akzent geben. Colonel Arschfinger wohnt auf dem Mond, du Idiot, und er hat einen Mondakzent. Kapiert? Er redet immer so mit Mondakzent. Verstehst du das? Ich bin Colonel Arschfinger und ich wohne auf dem Mond, deshalb rede ich mit Mondakzent. Mach das jetzt! Meine Frau kann sowas auch. Als ich hörte, dass Sie kommen, dachte ich mir, ich sollte mich vorstellen. Wie geht's so? Naja, nicht so gut. Sie haben vielleicht gehört, dass mein Mann mich verlassen hat. Wissen Sie, zuerst habe ich gedacht, ich brauche einfach dringend einen neuen Mann, der mich liebevoll berührt. Ich meine, wir haben Gefühle. Wir sind Menschen. Es kommt mir vor, als ob Sie alle dasselbe denken. Es geht immer nur um Sex. Das Leben hat so viel mehr zu bieten als nur das. Fahren Sie 10 Meter weiter, bitte. Von allen Seelen, die mir begegnet sind auf meinen Reisen, war seine die menschlichste. Erweist ihm die Ehre. Okay, jetzt haben wir ihn. Der echte Kater verachtet Starbucks. Die sind ihm zu großzügig und protzig. Kaffee für Brent? Latte für Cecil? Beanie? Die gibt's doch alle gar nicht. Ich stehle euren Zucker und eure Servietten. Woodstock ist vorbei, du Arschloch. Aber ich hab vergessen, wie man Liebe macht. Ist schon gut. Ich zeig es dir. Lass dich einfach fallen. Wenn du bei einer Braut landen willst, darfst du auf keinen Fall zu nett zu ihr sein. Echt nicht? Vertrau mir, Chris, beim nächsten Treffen mit dieser Schnalle, behandle sie wie Dreck. Dann bist du cooler als eine von diesen 80er-Jahre-Anrufbeantworter-Ansagen. Hier ist nur der AB, das ist schon okay, jetzt haben wir Spaß, hinterlass mir was. Wart auf den Ton, hier kommt er schon, ich hab dich lieb, hier kommt der Piep. Ich schon wieder, ich muss das einfach nochmal hören. Es tut mir aufrichtig leid, wie ich mich benommen habe, dass ich so betrunken war, dich an der Bar hab hängen lassen und den Jungs erlaubt habe, dich im Schlaf zu fotografieren. Ich war so darauf aus, mich zu amüsieren, dass ich dir alles kaputt gemacht habe. Oh oh, wir bekommen Gesellschaft. Deine Fans haben uns eingeholt. Ich glaube, diesmal sind es deine Fans. Hallo Cleveland, hier ist Michelle Obama. Wirklich? Ja, ich habe all Ihre Briefe bekommen und ich mag Ihren Schnurrbart. Und ich mache alle Ihre Oberarmübungen. Danke, aber die funktionieren nicht bei Ihren fetten Armen. Wie wissen Sie, dass meine Arme fett sind? Ich habe sie extra auf allen Fotos abgeschnitten. Sie essen einen Kuchen auf dem Klo, oder Cleveland? Wer ist da? Etwa ein Radiosender? Hier ist deine Frau, du Dummsack. Glenn. Oh Gott! Brian. Was? Ist das dein Ernst? Ich habe dich noch gar nicht richtig kennengelernt. Nimmst du diese Rose an? Na gut, aber ich halte diese Sache für genauso sinnlos wie Peters Kuhdrachen. Ach, das wird nie funktionieren, blöde Kuh. Cleveland, was mache ich falsch? Du musst sie zum Rennen bringen, bevor du anfängst zu rennen. Ich habe seit neuestem so ein paar komische Furunkel an meinem Sack. Ich würde gern zum Arzt gehen, aber ich habe Angst davor, was er sagt. Er hat recht! Ich kann es schaffen! Wir haben einen Sieger! Ladies and Gentlemen, Yamamoto hat endlich seinen Meister gefunden!
Du hast es geschafft, du bist ein Champion. Jetzt darfst du dir eins von den Groupies aussuchen. Die glänzen. Ja, es ist ein ziemlich warmer Tag. Oh mein Gott, Joe hat sich umgebracht. Verdammt. Joe, du lebst. Bist du verletzt? Ich bin nicht sicher. Halt durch, Joe, wir holen Hilfe. Nein, lass mich einfach sterben. Oh nein, das geht gar nicht, Joe. Wir sind Freunde, wir sind füreinander da. Du hast mich auch unterstützt, als ich versehentlich die Jeans von Lois anhatte. Peter, du weißt, dass diese Jeans... Ich weiß, es gab eine Verwechslung. Oh, vielen Dank, Fitnessstudio. Die Katholiken glauben, solange du Jesus vor deinem Tod anerkennst, kannst du in den Himmel kommen. Und das kann jeder? Ich erkenne Jesus als Herrn und Retter an! Ja! Ich habe zwei Ideen. Wir könnten erstens eine Mafia-Pokerrunde überfallen. Oder zweitens Fallschirmspringen. Fallschirmspringen? Da bin ich sofort dabei! Ja, das wollte ich immer mal ausprobieren. Echt jetzt? Na, ist vielleicht ganz witzig. Das letzte Neue, was ich ausprobiert habe, war Palmwedeln. Soll ich so schnell wedeln wie du? Ja, so schnell wie ich. Und wedeln wir versetzt oder wedeln wir gleichzeitig? Hast du denn keine Einweisung bekommen? Wachen, exekutiert die Neuen! Bin ich der Neue? Meg, ich weiß nicht, was ich sagen soll. All die Dinge, die du über mich gesagt hast, sind wahr. Ich war dir eine furchtbare, furchtbare Mutter. Das kann ich nicht wieder gut machen. Ich habe nur dieses schlimme, überwältigende Bedürfnis, dir deine Fehler aufzuzeigen. Oh, und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil ich einfach Angst davor habe, eine schlechte Mutter zu sein. Mein Verhalten widert mich an und es tut mir unendlich leid, Mac. Ja, du bist eine Bitch. Hey, Brian. Oh, geil, saufen am Morgen. Oh, yeah! Party! Yes! Lois Griffin kacken für eine Person. Ich muss aber auch kacken. Haben Sie reserviert, Sir? Ach, leck mich doch. Ich nehme das andere Bad. Ah, ich wollte schon immer mal die Direktionstoilette von innen sehen. Sie wollen zur Direktionstoilette, Sir? Ja? Folgen Sie uns. Sagen Sie, wo ist die Direktionstoilette? Da unten. Wirklich friedlich hier. McGriffin, wir müssen uns unterhalten. Mom! Oh, mein Gott! Du hast es ihm gerade mit dem Ohr gemacht. Mein Sandwich schmeckt komisch. Stimmt was mit dem Pflaumenmus nicht? Ich hab's mir auf den Penis geschmiert. Werden Sie mit mir machen? Oh, was werden Sie mit mir machen? Jemand zu Hause? Oh, Peter! Na schön, Gibson. Ich will meine Frau zurück. Wo ist der Film? Du willst ihm den Film einfach geben? Keine Sorge, Lois, da ist nur ein Hundehaufen drin. Aber bis er das rausfindet, sind wir längst weg. Da ist nur ein Hundehaufen drin. Oh, oh. Was für ein hässliches kleines Haus. Es ist nicht der Palast des häuslichen Missbrauchs, in dem du residierst. Was geht ab? Gott, bist das wirklich du? Ah, ich hab dich vermisst, Daisy. Du bist so schön wie immer. Weißt du, was noch schön ist? Mein Bankkonto. Bumm, ich hab Kohle. Du bist jetzt reich? Oh mein Gott, das finde ich toll. Klasse, oder? Komm, ich zeig dir mein Haus. Oh, ihr wollt gehen? Aber ich hab wieder Teufelsnacks gemacht. Du weißt das? Du weißt, was ich meine. Ja klar, du hast alles gemacht. Ganz toll. Es ist wieder Saison. Sind Sie ein Drecksack aus New England, der mit den Stieren laufen will, aber Spanien für schwul hält? Dann verpassen Sie den krass gefährlichen Stierlauf in South Attleboro, Massachusetts nicht. Sie und Ihre Freunde können vor lebendigen Stieren herlaufen und ganz oft fallen der Braut die Möpse raus. Bestellen Sie die Tickets, bevor es zu spät ist. Es gibt nur wenige Klos. Ich hab Angst, wenn ich einschlafe, dass der Hurricane sich an mich ranschleicht und mir die Samenstränge durchschneidet. Keine Sorge, Chris, wenn man schläft, passiert einem nichts Schlimmes. Manchmal passiert einem sogar was Gutes. Oh, Jenny. Jenny. Oh ja, Jenny, bitte nicht aufhören. Ach, ich kann dir nur sagen, Richard, Jenny, deine Comedy-Specials haben Millionen Freude bereitet. Du hast so einen süßen Arsch. Hi, ihr Lieben. Wir sind etwas knapp mit der Zeit. Also müssen wir das Casting gleich hier draußen auf dem Gang durchführen. Du, mach was Ungewöhnliches. Okay. Au! Au! Oh, meine Weichteile! Sie sind verletzt! Sehr schlimm verletzt! Okay, ich bin raus. Ich bin raus, nehmt mich raus! Tja,
Das war ein Desaster. Ich bin ein großer Fan von Sommerkleidern. Jede Frau sieht gut in einem Sommerkleid aus. Ja, wir warten nur noch auf einen großen Windstoß. Hä? Ein großer Windstoß? Ein paar Arsche gucken? Ja. Mit der bloßen Hand draufklatschen? Zupacken? Ja, darum sind wir hier. Okay, Stewie. Ja, mal kurz abtasten, um die Festigkeit zu prüfen. Und dann packen wir uns den Arsch von hinten. Stewie? Ja, ja, nö. Den Stewie kennst du noch nicht. Ich sag dir, wer dieser Stewie ist. Der Tagestrinker Stewie. Auf der Ausschau nach Ärschen. Ärsche! Ja, Ärsche! Hey, was guckst du? Ich mach dich fertig! Verdammt! Ah! Jetzt bist du fällig, Bad Damon. Ich hab dich Bad Damon getauft. Ah! Ah, was ist das? Ah! Au! Du kannst mich schlagen, aber ich bin, wer ich bin! Glaubst du, all diese Hühner mussten Fahrkarten kaufen? Weiß nicht, aber ich hab Hunger. Gott, ich würde jetzt alles für ein saftiges Steak geben. Wie können Sie es wagen? Bei uns sind die Kühe heilig. Das ist wahr. Sie treten unsere gesamte Kultur mit Füßen. Und warum hat Wes Anderson hier seinen schlechtesten Film gedreht? Was sollen wir nur tun? Drück auf die roten Knöpfe! Wow, das ist ja praktisch. Ja, lass uns gucken, wie ihre Pimmel aussehen. Ja, lass uns verschwinden. Oh Gott, das ist unerträglich. Das ist noch schlimmer, als Herpes von einem Toilettensitz zu kriegen. Joni, hör zu, ich muss dir etwas sagen. Ich war gerade beim Arzt und ich habe Herpes. Du solltest dich mal untersuchen lassen. Oh mein Gott. Bleibst du bei mir? Was? Wirst du bei mir bleiben, auch dann, wenn ich Herpes habe? Natürlich, das werde ich. Joni? Ja? Ich hab gar keinen Herpes. Ich wollte nur einen Beweis deiner Liebe. Quahog besitzt ein paar extrem drakonische Scheidungsgesetze, die alle nur die Frau begünstigen. Das heißt, wenn du dich scheiden lässt, wird sie dein gesamtes Hab und Gut bekommen. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich will nicht mein Geld und mein Haus verlieren und in so eine deprimierende Wohnung für geschiedene Kerle einziehen. Wie Sie sehen, haben wir hier sehr viel Stauraum für Ihren Teller. Der Ofen dient nur zur Dekoration. Das wäre okay. Gibt's in dem Haus noch andere Wohnungen? Das ist unsere einzige. Ich hoffe, du bist glücklich, Marsha! Oben ist vielleicht was frei geworden. Jetzt habe ich's. Joe kann nicht ermitteln, wenn er abgelenkt ist, stimmt's? Und was ist ablenkender als Essensverabredungen per SMS? Das Entzündungsmuster lässt nicht auf einen Brand durch einen elektronischen Defekt schließen. Bin gern dabei. 19 Uhr wäre gut. Oder 19:30. Oh. Egal. A few moments later. Gott, nervt das! Ich weiß nicht. Er wird langsam sauer, guck mal. Sieht so aus. Schreib ihm, dass du vegan essen willst. Mann, er ist so angepisst, dass er anruft. Geh doch ran. Nein, der soll auf die Mailbox sprechen. Und dann mache ich einen Hosentaschenanruf, während ich spazieren gehe. Peter? Peter, hallo? Du hältst mich von der Arbeit ab! Na du, Mac! Hallo. Toll, Mr. Kotzi, wie Sie es schaffen, dass dicke Frauen wieder sexy werden. Wow, danke. Glauben Sie, Sie könnten auch meiner Freundin Mac helfen? Ja, denn ich bin ein ganz schlimmer Finger. Jetzt schließ deine Augen, Mac, und lass Mr. Kotzi den Rest machen. Wow, wie kommt denn Reese Witherspoon auf einmal hierher? Was zum Teufel? Wer seid ihr? Wir sind ihr aus der Zukunft. Oh Mann, das kann nichts Gutes bedeuten. Wer hat's verbockt? Dreimal darfst du raten. Was habe ich getan? Noch nichts, aber hör zu. Was immer du tust, erzähl bloß deinem früheren Ich, diesem Brian, nicht von 9/11. Falls doch, wird Amerika nie mehr so sein, wie es war. Oh Mann, Brian, was soll das? Wir sind seit 2 Minuten hier und schon hast du Amerika zerstört. Okay, ich verspreche, ich werde nichts sagen. Ach so, und wenn du diesem Stewie da keine Rückenmassage gibst, geht alles richtig den Bach runter. Ich hab diese Unterbrechungen satt. Wir möchten doch auch mal allein sein. Geht in eure Zimmer und lasst euch den Rest der Nacht nicht mehr blicken. Ich will aber nicht in mein Zimmer gehen. Da hockt ein böser Affe in meinem Schrank. Ein böser Affe. Ja. Hey Stewie, tut mir leid, dass Bart nicht dein Freund sein wollte. Was? Nein, was redest du da? Der war ein Opfer. Wenn du mich fragst, hörte der sich an wie ein Mädchen. Wirklich? Ich dachte, du bewunderst ihn. Ich weiß, wie es ist, einen Freund zu verlieren und abgelehnt zu werden. Klar weißt du es, du bist ein Loser. Aber ich nicht. Ich bin ein einsamer Wolf. Und deswegen gehe ich jetzt auch den Mund anheulen. Ich brauche niemanden. Ich werde nicht mehr an Bart denken. Oh.
Okay, Mr. Griffin, das war Ihre Grippeimpfung. Hören Sie auf, ihn gegen Grippe zu impfen. Wir haben einen Auftritt. Ach, Quagmire, alles gut, alles gut. Das ist der Arzt, der Michael Jackson umgebracht hat. Peter, was soll das denn? Quagmire hat mir ein Buch namens Kama Sutra geliehen. Es ist indisch. Und wer hat besseren Sex als Menschen, die kein Klopapier benutzen? Ich weiß nicht, Peter, das klingt nicht sehr sexy. Was redest du da? Bombay ist voll Porno. Slumdog-Millionär? Wohl eher Schlampen nimmt man Doggy her. Peter, die Kerzen machen überall Wachs auf dem Boden. Was soll's, Consuela kommt doch heute. Nein, sie verbringt den Valentinstag mit ihrem Mann. Wer seid ihr? Wo ist Dan? Oh mein Gott! Kacke! Schnellst du den Schläger! Hilfe! Alles gut, Brian, schnell, such ein Klebeband! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Mama! Gut, räumen wir die Bude auf. Die Anklage ruft ihren ersten Zeugen auf. Peter rief mich nach dem Mord an Lois an und sagte mir, dass er sie ermordet hat. Wirklich? Tja, das ist ja sehr interessant. Ja, und dem Hohen Gericht zuliebe habe ich den Hergang des Mordes auf diesem Video nachgestellt. Ich spiele Peter und eine asiatische Nutte spielt meine Tochter. Lois, ich bin fett, ich bin dumm und meine Fürze ruinieren die Gesellschaft meines Schwiegervaters. Deswegen werden wir dorthin nie eingeladen. Du mich jetzt bezahlen? Oh. Und das bringt mich nun zu meinem nächsten Punkt. Deine Frau betrügt dich. Was? Ja, es ist eigentlich eine witzige Geschichte, eine wahre Geschichte. Brian und ich sind in dein Haus spaziert und sie lag da mit so einem Typen und bam, 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 bam. Peter, warte, vielleicht... Warte, ich bin noch nicht fertig. Bam, bam, bam. Und sie dann so, oh ja, oh ja, bam, bam, bam. Willst du weitermachen, bam, bam? Bam, 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 bam. Willst du weitermachen, Chefkoch? Bam. Tja, so ist es abgelaufen. Was sagst du dazu? Okay, willst du deine Gastgeberfähigkeiten zur Schau stellen? Überwältige deine Gäste mit Konversation. Hi, Grandma. Ich hab da unten jetzt Haare. Willst du die mal sehen? Ich sollte nachsehen, ob deine Mutter Hilfe in der Küche braucht. Manchmal reiß ich sie aus, weil ich den Schmerz verdient hab. Gut, jetzt injiziere ich Ihnen ein Gen, das wir isoliert haben und von dem wir glauben, dass es das Schwulengen ist. Was soll das heißen? Nun ja, wenn wir recht haben, können wir beweisen, dass Homosexualität genetisch bedingt ist und keine Frage der Entscheidung oder des Umfelds. Sind Sie verrückt? Ich möchte nicht riskieren, schwul zu werden. Wir geben Ihnen $125. Alles klar, ich tue es. Hör zu, Lois. Tut mir leid, dass ich so arschig war. Okay? Ich liebe dich. Ich will dein Kind bekommen. Peter, nicht in einem Boot. Peter. Oh, Peter. Komm, Lois, er steht zu 90%, entweder rauf oder runter. Wir müssen uns entscheiden. Oh, Peter. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich erwarte eine sehr wichtige Lieferung zu Hause. Können Sie mich bitte anrufen, wenn sie kommt? Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Okay, ja, kein Problem. Geben Sie Nummer. Okay, 401-555-1125. 4-0-4-4-0. Nein, nein, die 4 habe ich nur wiederholt. Eine 4. 1-4. A few moments later. Okay. Wie viele Einsen? Ich gebe Ihnen nicht die Anzahl der Ziffern, ich gebe Ihnen die Ziffern. 1, 1, 2, 5. Das sind die letzten 4 Ziffern. Okay. 1. 1, 1. 1, 1. 2. 2. 5. 5. Oh, verstehe. 1, 1, 2, 5. Ja, 1, 1, 2, 5. Lesen Sie mir die Nummer nochmal vor. Ich muss holen Stift. Diese ganze brutale Musik hat Chris verdorben. Was ist denn das? Marilyn Manson? Ist das die Ursache von allem? Ja, das ist alles nur seine oder ihre Schuld. Für wen hält sie oder er sich eigentlich? Man kann voll seine oder ihre Nippel sehen. Das ist obszön, glaube ich. Es ist klar, was wir tun müssen. Allerdings. Wir müssen Marilyn Manson finden und dann müssen wir diesem Arsch oder dieser Schlampe in die Eier treten oder in die Titten kneifen. Warum trinkst du nicht Coca-Cola, du Trottel? Pepsi-Cola wäre auch noch akzeptabel. Es muss doch kein Zwei-Cola-System sein. RC-Cola ist ein Gegengewicht zu den Großen. Du weißt, wofür RC steht, oder? Achtung, Schläge! Liebe Allegasthenikerin, es war der Beginn eines langen, intensiven Missbrauchs. Es ist eine Sache, das Penis-rein-raus-Spiel in deinem Schlafzimmer zu spielen, aber es in der Kantine tun zu müssen. Bis heute kann ich keinen Sex mit einer Frau gegen ihren Willen haben, ohne an Vergewaltigung zu denken.
bitte nicht. Wieso gehst du nicht drauf? Ah, die Damentoilette in Wimbledon. Das muss das eleganteste Klo der Welt sein. Oh oh, sieht aus, als wäre es besetzt. Einstand. Stewie, noch 3 Eistee-Limonaden. Wir zerstören sie genau zur richtigen Zeit, Brian. Ich habe nicht genug Eistee für das richtige Verhältnis. Zu limonadig, die werden ausrasten. Gut, legen wir los. Machen wir sie fertig. Ich warne dich, das wird nicht einfach. Sie sind unglaublich intelligent und sie werden jede Sekunde klüger. Ich habe sie so programmiert, dass sie kontinuierlich... Das war's, ich habe sie nass gespritzt. Oh mein Gott, was ist mit deinen Haaren passiert? Ich weiß nicht, ich habe eine Glatze. Das warst du. Bist du völlig verrückt geworden? Nein, ich weiß nicht, aber du siehst richtig cool aus. Ehrlich? Ja, du siehst aus, als könntest du ein Promi sein. Hallo, bekomme ich ein Autogramm? Natürlich, bitteschön. Die halten mich für Bruce Willis. Das war das Monster aus den Goonies. Du weißt, wie schwer es mir fällt, neue Freunde zu finden. Sind wir jetzt Freunde? In der Tonne waren heute nur Knöpfe. So können wir die Hypothek nie abzahlen. Was machst du denn hier? Warst du nicht zu beschäftigt, um wegzugehen? Peter, stellst du uns vor? Oh, Striker, das sind Quagmire, Joe und Cleveland. Woher kennt ihr beide euch? Kennt ihr euch aus dem Harry Potter Store? Peter liebt den Laden. Es war ein Zauberstab und ich hatte einen Geschenkgutschein. Sieh an, sieh an, sieh an. Die du an dem Sie an, Sie an, Sie anhörst, ist er der Böse. Da haben wir wohl ein paar neue Arbeiter. Ich habe sie heute früh eingestellt, Curly. Dann schick sie hier raus. Ich trainiere hier Karate, weil ich ein Arsch bin. Ich habe gehört, du pflückst gern Obst. Willst du was Birnenförmiges mit blauen Flecken pflücken? Obst hat Kerne, die man rauskacken kann. Hey, Hodor, mach meine Schlampenfrau nicht an. Oh nein, ein Kopfüberzug. Wie kann es sein, dass im Umkreis von 100 Kilometern alle Truthähne ausverkauft sind? Zum Heulen. Und jetzt sind wir so weit weg von zu Hause, dass deine Sender nicht mehr gehen. Sind nur noch 15 mit neben den zwei. She thinks I'm beautiful. Me, Virginia. Ist das okay? Ich meine, es ist okay, wenn du es okay findest. Der Song ist nicht so gut, aber wir kennen ihn. Ja, klar, passt schon. Was zum Teufel wollt ihr? Oh, hallo, Sir. Ich fürchte, es hat ein Versehen gegeben. Ich glaube, sie haben unseren Hund gefunden und wir wollen ihn nach Hause holen. Niemals. Verschwinde, Kleiner. Das ist jetzt mein Hund. Wir haben gedacht, dass sie Nein zu uns sagen, aber nicht zu Vizepräsident Joe Biden. Oh mein Gott, Mr. Vizepräsident! Danke, Vic, dass Sie den Typen abgeknallt haben, von dem wir sagten, es sei Osama Bin Laden. Nun, ich weiß ein bisschen was über Performance. Ich meine, immerhin war ich der Schauspiellehrer von Vin Diesel. Okay, Vin, das hat mir gar nicht so schlecht gefallen, aber ich möchte, dass du es noch einmal so versuchst. Yeah. Oh mein Gott! Scheiße, der Gaul ist außer Kontrolle! Sieht es echt aus! Plan B, Plan B! Nein, wir kommen schon klar. In einem armischen Hotel kann es unmöglich schlimmer sein als in einer Jugendherberge. Ich hätte gern ein Zimmer. Vorzugsweise eins, in dem ich mit meinem Rucksack auf dem Rücken schlafen muss. Wir haben eins, in dem ein paar italienische Rucksacktouristen jedes ihrer Kleidungsstücke auf den Betten verteilt haben. Oh, perfekt. Und werden meine Zimmergenossen ständig in der fremden Sprache über mich sprechen? Ja, natürlich, Sir. Oh, gut. Ich bekomme einen Brief hierher geliefert und ich möchte, dass er 4 Jahre lang in dieser Box liegt. Oh, und in welcher Straße ist das Badezimmer? Gruselig. Was ist das? Eine amische Puppe. Die dürfen keine Gesichter haben. Ist so ein Eitelkeitsding. Sieht aus wie der Cobra-Commander in einem Transenfummel. Wer? Der Cobra-Commander. Der Chef von Cobra. Die bösen Jungs in G.I. Joe. Die Typen, die komischerweise immer den Namen ihrer terroristischen Organisation rufen, wenn sie angreifen. Ich wollte nur, dass mein Dad mir einmal sagt, dass er mich liebt. Stattdessen hat er mich einen fetten, stinkenden Saufkopf genannt. Das waren seine letzten Worte. Naja, ich gebe deinem Vater nur sehr ungern recht, aber du trinkst tatsächlich ein bisschen viel und manchmal schadest du damit den Menschen, die du liebst. Oh mein Gott! Lois, du hast recht.
Ich bin im Vollsuff die Treppe runtergefallen. Mein Suff hat meinen Vater umgebracht. Vom heutigen Tage an werde ich, Peter Griffin, nie wieder einen Tropfen trinken. Jetzt gehörst du mir, Lois! Ah! Oh mein Gott, Joe! Joe, du bist so schwer! Ich kann dich nicht halten! Stell dir einfach vor, ich bin dein Kind, Lois! Nicht weg, nicht weg! Lois, du hast mir das Leben gerettet. Sie an Corey Haim. Wir haben 100 Leute befragt, die 4 häufigsten Antworten an der Tafel. Nennen Sie etwas, das man im Badezimmer findet. Waschbecken. Ein Waschbecken. Peter, es gibt 3 bessere Antworten. Nennen Sie etwas, das Sie in Ihrem Badezimmer finden. Im Badezimmer finden, im Badezimmer finden. Ich tippe auf Fötus in der Kloschüssel. Ein Fötus in der Kloschüssel. Hey, wo geht die ganze Kacke hin? Wenn die Katze, wenn in dem Katzenhund die Katze kackt? Kommt das dann aus dem Hundemaul raus? Und umgekehrt? Oh Gott. Oh, das ist ja die Hölle auf Erden. Das ist die Hölle auf Erden, Brian. Okay, ich muss weg. Viel Spaß mit Jenny. Was für ein herrlicher Abend. Ich hab dir gesagt, dass wir 2 zusammen Spaß haben können. Der Spaß ist noch nicht vorbei. Gehen wir in den Kofferraum. Ich habe ihn mit Wasser gefüllt, damit wir eine Flusspferdnummer schieben können. Schwerelos, während meine Füße leicht den Boden berühren, während wir es treiben. Okay, ist irgendwie sexy, glaube ich. Und in alter Flusspferd-Tradition müssen wir zuerst einen ganzen Kopfsalat essen. Hast du den Salat? Ich war auf das hier nicht vorbereitet. Na schön, dann komm rauf, aber mach schnell. Ich muss an die Harvard zu einem Uni-Treffen. Und wie immer schafft es die Rote Flut, ihren Harvard-Abschluss zu erwähnen. Ja, das nervt wirklich, Bill. Wir, die wir auf Harvard waren, finden das alles andere als gut. Yeah! Au! Verdammt, Karen! Karen? Peter, bist du das? Was machst du denn? Dad, es ist Mom. Oh Gott, hoffentlich ist es Somerset Mom. Hoffentlich ist es Somerset Mom. Hallo? Peter? Verdammt. Ich rufe an, um mich nach meinen Jungs zu erkundigen. Wie geht's euch denn so? Doch, wir können uns nicht beklagen. Was ist da für ein Lärm, Peter? Wieso Lärm? Wie kommst du darauf? Peter, du musst noch den Müll rausbringen. Okay, Lois, ich muss Schluss machen. Verdammter Mist, was soll ich bloß tun? Lois wird in ein paar Tagen nach Hause kommen und schon morgen werden wir aus dem Haus geworfen. Was schlägst du vor? Das ganze weiße Zeug war wirklich mal Wasser? Der Wahnsinn! Joe, worauf fährst du? Das ist eine Bettpfanne. Ich habe ganz viele von denen. Du machst aus jedem Freizeitspaß ein Trauerspiel. Tja, Conny, weißt du was? Du hast recht. Ich habe mich wie ein Idiot aufgeführt und es tut mir sehr leid. Aber krieg ich von dir, bevor ich gehe, noch einen letzten Kuss? Tja, schön von mir aus. Seht mal, das Mädchen macht mit einem Baby rum! Mit einem nackten Baby! Oh! Oh, hey! Das war's. Ihr könnt mich alle mal. Ich bleibe so, wie ich bin. Ich wollte mein neues Stück proben. Willst du's hören? Oh, du hast ein kleines Stückchen geschrieben. Oh, ich würde wirklich sehr gern mit dir rumhängen, aber bei mir ist gerade absolut die Hölle los. Wirklich? Unfassbar, hä? Ich will mich nicht beschweren, aber ich will mein altes Leben wieder. Das war nur ein Witz. Ich meine, ich bin sehr dankbar. Jede Vorstellung ist ausverkauft und die machen mittwochs noch zusätzlich eine Matinee. Leider gibt es eine Sache, die ich dadurch nicht bekomme. Und was? Schlaf. Ach, ich wäre ja froh, wenn es um Sex ginge. Es ist völlig normal, sich zu Hause auf die Frau von einem Kumpel einen runterzuwedeln. Sagt man. Angeblich. Und nicht so oft. Und nie auf Donner. Außer als sie die engen goldenen Hotpants beim Elternabend anhatte. Oh ja, das sah lächerlich aus. Ja, das war total geschmacklos. Aber wenn Quagmire wirklich Gefühle für dich hat, habe ich Angst, dass er dich mir wegnehmen wird. Sag mal, was treibst du da? Geh gefälligst zur Seite, Fettsack! Jetzt pass mal auf, Stewie! Wieso denn? Verflucht, was soll das? Nimm deine verdammten Pfoten weg! Lass los! Verschwinde! Lass nicht los! Oh, dieser Geschwindigkeitsrausch! Weiter so, Stewie! Ja, Stewie! Hier, ich muss nach dem Essen sehen. Filme du inzwischen weiter. Wir dürfen keinen Moment verpassen. Auf keinen Fall. Oh, seht nur, sie tanzt mit mir. Es gibt wohl doch eine unglaubliche... Hallo, Taylor. Chris? Was wollt ihr denn alle hier? Ich wollte mit dir reden. Ihr Haus ist viel schöner als das von Anne Murray. Da sind wir auch eingebrochen. Warum hast du diesen Song über mich geschrieben? Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Haben wir auch. Ich hab dich wirklich gern, Chris. Ich hab nur...
Es tut mir leid, ich mach das immer. Ich versau mir meine Beziehungen mit netten Jungs und John Mayer, damit ich Songs über Herzschmerzen schreiben und vergessen kann. Aber hältst du das nicht für ungesund? Wenn du so weitermachst, wirst du nie eine richtige Beziehung führen. Es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Ich will's wieder gut machen. Ich werde euch alle zu meinem Konzert heute Abend einladen. Ist das Ihr Ernst? Backstage mit Taylor Swift? Das wird ja noch cooler als mein Remake von Die Braut des Prinzen mit Bill Cosby. Also, in einem von denen ist das Iokan-Pulver drin. Und wenn du das andere trinkst, dann wirst du bewusstlos, wobei dir der Mund offen steht. Da wären wir, Joe. Alles ist vorbereitet. Welche Wand möchtest du für den Rest deines Lebens anstarren? Ich weiß nicht. Vielleicht die da. Ich habe keine Ahnung, auf welche du zeigst. Du musst dich schon anstrengen. Ich will keine Last für irgendjemanden sein. Geht und lebt eure Leben weiter. Ich schaff das schon. Wir können dich so nicht allein lassen. Bevor wir gehen, schiebe ich dir die Fernbedienung in den Mund. Hier ist eine Dose Chili. Und der Öffner, der kommt auch in deinen Mund. Hey, soll das ein Witz sein? Ich bin ein Spitzenathlet, so wie Greg Louganis. Hallo, ich bin Peter Griffin. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie werden die wohl weitermachen? Machen die einen Witz über ein Sprungbrett und eine Kopfverletzung? Oder machen die einen Witz über AIDS? Oder darüber, dass sein Nachname griechisch klingt und in Griechenland die Homosexualität erfunden wurde? Tja, wir bleiben oberhalb der Gürtellinie und machen einen Witz über Körperbehaarung. Brian? Hi, ich bin Greg Louganis. Ich bin ganz körperrasiert. Ein Riesenbrüller. 13. Südamerikanisch, südafrikanisch, britische High Society, italienisches Proletariat. Du Arschelocke! Will mich jemand aufhalten? Fechten. Nunchucks. Autofahren? Ja. Automatik und Schaltung. Okay, okay. Wow. Du bist der Schlechteste. Willkommen an Bord. Hey, Dylan. Hey, Dad. Ich weiß, wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesprochen, aber ich bin unterwegs nach Quahog. Oh, wirklich? Wann kommst du denn? Dienstag. Sag nicht Dienstag. Ich bin den ganzen Tag bei diesem Projekt. Da bin ich echt unverzichtbar. Die brauchen mich da also. Mann, so was Blödes. Meg, du hast eine Warze. Wie konntest du auch eine Kröte hier ins Haus bringen? Das ist gar nicht meine. Die habe ich nur für einen Freund aufbewahrt. Ehrlich, es war Mittagspause. Okay, Conny, jetzt du. Conny DeMico ist eine Krötenschleckerin? Ich nehme an, unsere dauernde Mützenträgerin will uns wohl verraten, oder? Julie! Hi, wir haben gerade von dir geredet. Hallo, kennen wir uns? Oh, natürlich, nein, natürlich nicht. Du kennst Carina, ich bin ihr Bruder, Stewie. Das freut mich sehr. Ist sie da? Oh ja, sie ist oben. Komm rein. Hey, guck mal da unten, der sieht aus wie ich mit einem grünen Hemd. Der bringt eine Frau um. Ist das meine Aufnahmebestätigung für Hogwarts? Nein, das ist ein Brief mit der Bitte, keine Steine mehr auf mein Nest zu werfen. Sie haben eins meiner Kinder erwischt und jetzt fliegt's nicht mehr richtig. Gut, dann werfe ich eben Steine auf die Hornissen. Er hat mich angestiftet. Bitte, die Hängesprossen sind auch schon fertig. Oh Gott, und schon sind sie voll von Al-Qaida befallen. Los, weg mit euch, weg! Mann, wenn die mal bei uns einmarschieren, werden die echt super im Hangeln sein. Wow, Quagmire, wie hast du das so schnell zusammengebaut? Ich hab die Montageanleitung befolgt. Komisch, ich hab nur die lateinische gefunden und diese verklemmten Uniprofessoren wollen mir nicht helfen. Oh, ihr müsst leider eure Schuhe ausziehen. Joan und ich leben japanisiert. Oh, Fußgeruch. Ich muss wieder gehen. Ich hab, furchtbaren Fußgeruch. Glenn, dein Haus sieht wunderbar aus. Ich würde mich jetzt sogar trauen, hier was anzufassen. Wir haben euch eine Flasche Wein mitgebracht. Und dann stiegen Captain Leroy Hotdog Sansibar und Gina, meine Arbeitskollegin, auf den Rücksitz seines echt super coolen Raumschiffs. Gina hatte endlich mal das Top an, das ich ihr geschenkt habe, und sonst nichts. Sansibar wusste, dass er seine Weltraumgeilheit keine Minute länger unterdrücken konnte. Und dann haben sie es vollgetrieben. Und wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, super. Jungs, ich hab tolle Neuigkeiten. Mein Dad kommt zu Besuch. Oho! Versteckt die Frauen! Das heißt, wir lernen endlich den Mann der 1000 Bräute kennen. Oh ja, ihr glaubt, ich hatte viele Weiber. Mein Dad hat öfter eingelocht als Tiger Woods. Was? Igitt, das ist ekelhaft. Und ich hasse mich dafür, aber es fühlt sich so gut an. Suchen Sie irgendwas Bestimmtes? Nein, wir sehen uns nur um. Gott, ich hasse es, wenn man so belästigt wird. Peter, ja, könnten Sie uns helfen? Wir suchen einen Totenschädel, den mein Mann weggeworfen hat. Ein Mensch, der immer genügend Karamellbonbons für seine Freunde hat.
Okay, also das ist ziemlich cool. Ich will ehrlich sein, wir sind hier, weil wir uns Sorgen um dich gemacht haben. Aber diese Bonbons sagen, dir geht's gut. Mir ging's nie besser. Ich habe mein Leben falsch gelebt. Aber das ist vorbei. Nie mehr denken. Nur noch leben. Hey, Cleveland, was führt dich denn zurück in die Stadt? Ich komme für meinen monatlichen Haarschnitt. Wenn ein Schwarzer sich für einen Friseur entscheidet, ist es fürs Leben. Oh mein Gott, der Geschäftsführer von meinem Konzern. Jetzt kann ich ihn beeindrucken. Hey, Mr. Carlyle. Gucken Sie mal. Das kann ich für unser Unternehmen leisten. Wirklich? Guten Morgen, Lois. Was geht ab, Brian? Was ist mit deiner Stimme passiert? Oh, du weißt genau, was passiert ist, du geiles Biest. Meine weißen Blutkörperchen haben die Pathogene angegriffen und Antikörper gebildet. Und dann wurden die Pathogene durch meine Nieren rausgefiltert und mit meinem Urin aus meinem Körper ausgeschieden, du Schlampe. Ich würde das normalerweise nicht tun, aber ich war mitten in einem Gespräch und ich muss noch kurz antworten. Und ich bin fertig. Oh ja. Okay, nur noch ganz kurz und das war's. Entschuldige. Okay, also... Nein, das gucke ich jetzt nicht an. Naja, dann könnten wir es vielleicht vom Tisch nehmen. Red einfach weiter. Du solltest ihn festhalten, nicht abschneiden. Dann sag's gleich, ich hab sowas noch nie gemacht. Geht's Ihnen gut, Brian? Ja, ich freue mich nur so, Sie kennenzulernen. Was machst Die du? Die Wunde ausbrennen, vertrau mir, ich bin Pflegerin. Brian? Was ist denn mit Ihnen los? Ich glaube, da ist was angebrannt. Gott, tut das weh, das tut weh, du. Hier, ein bisschen Morphium. Barkeeper in Virginia. Wir können nicht nach Virginia fahren. Bonnie und Lois haben das Pärchenwochenende in Maine geplant. Wir fahren morgen früh los. Ja, wir haben lang genug gesucht. Vielleicht kommt der Witz nirgendwo her. So ein Quatsch. Jemand muss ihn erfunden haben. Und wir finden raus, wer. Außerdem macht das viel mehr Spaß, als mit den Frauen in Maine rumzuhängen und sich am Lagerfeuer langweilige Einkaufsgeschichten von Lois anzuhören. Sie haben mir so viel Freude bereitet als dieser liebenswerte Teenager-Mörder und ich möchte mich dafür bei Ihnen revanchieren. Ich habe nicht mal mehr einen Agenten. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Ich werde Ihr Agent sein. Sie? Ja, ich kenne jede Folge von Entourage. Ich brauche dafür nur falsche Haare und ein paar Hobbits um mich rum. Wow, das ist ja noch nie passiert. Was zum Teufel? Das Gewehr habe ich 1 Million Mal zusammengebaut. Vielleicht liegt es nicht nur am Gewehr. Was soll das bedeuten? Nun, du hast nicht gerade sehr konzentriert gewirkt. Wenn du mir was zu sagen hast, dann raus damit. Na schön, ich glaube, du wirst weich. Wann hast du das letzte Mal was in die Luft gejagt oder versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen oder einfach nur geflucht? Tja, Peter, die Operation war ein absoluter Erfolg. Was werden Sie jetzt tun? Ich habe das Ganze nur gemacht, um wieder zurück zu meiner Familie zu können. Das ist ewig her. Was ist, wenn die mich nicht mehr mögen? Peter, was glauben Sie wohl, wer all die Knochen gespendet hat? Du meine Güte, soll das heißen, dass eure Knochen in mir stecken? Ich bring wenigstens ein bisschen Farbe rein. Grüne Bluse, beige Hose, ist ja was ganz Neues. Oh Mann, fühlt sich das gut an, meine Arschklappe aufzumachen. Igitt, Dad, wir sind nicht scharf drauf, deinen Hintern anzuglotzen. Ja, da sehe ich noch lieber Mac beim Abtrocknen zu, wenn sie sich nach der Dusche die Po-Ritze rubbelt. Oh nein, so lässt mich das Universum dafür büßen, dass ich immer so ein Schwein war. Von nun an werde ich mein Verhalten ändern. Männer sind doof. Schwören wir ihnen ab und trösten uns gegenseitig. Kommt her, Mädels. Doch bevor ich gehe, hier. Für mich? Meine Niere. Ich wollte, dass du sie hast. Oh, Toby, sie ist wunderschön. Danke. Ach, das war der schönste Valentinstag aller Zeiten. Chris, pass mal auf. Jackass Nummer 2. Dieser ganze Tag war eine endlose Comedy-Nummer. Du willst beim Rodeo mitmachen? Das ist bescheuert. Du kannst nicht mit Pferden umgehen und du bist untrainiert. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Lois. Wenn das Leben an die Tür klopft, versteckst du dich in der Küche. Ich reiß die Tür auf und sage, was hast du für Peter Griffin auf Lager? Und wenn dich das noch nicht überzeugt, dann lies die Fernsehwoche. Hier steht, Peter nimmt am Rodeo teil und kriegt mehr, als er will. Na, wenn's in der Woche steht? Oh, das war spitzenmäßig, Mr. Seamus. Kinderspiel, so habe ich Bruder Holzbein dort besiegt. Hey Brian, was hältst du von meinem Schild? Quagmires großes Pop-Festival. Schreibt man Pop hinten nicht nur mit einem P? Nein, halt dich fest, Kalifornien, jetzt komm ich! Kalifornien? Was soll das werden? Hast du doch gehört, Captain Syphilis fährt nach Kalifornien. Oh bitte, du kannst nicht allein mit Quagmire fahren. Na schön, pass auf, wenn dir das wirklich so ernst ist. Peter, das ist deine Einladung? Chris? Meg?
Stewie? Und das ist meine. Da ist bestimmt noch eine drin. Nein, sieht nicht so aus. Oh doch, hier ist sie. Für Brian. Nein, warte, die ist für B. Ryan. Cool, Mrs. G. Danke, dass ich die letzten Wochen bei Ihnen wohnen durfte. Hey Brian, wie wär's mit einer Sportwette? Morgen Abend läuft wieder das Prominentenboxen und ich wette, dass Carol Channing Mike Tyson in 3 Runden besiegt. Carol Channing? Du glaubst, dass diese uralte Schauspielerin Mike Tyson in 3 Runden schlägt? Da setze ich 50 Mäuse auf Tyson. Tja, da bist du in guter Gesellschaft. Fred, der Zocker, hat das Gleiche gesetzt. Wetten sind für mich das Größte. Gut, um 2 Uhr, wir sehen uns. Die wollen, dass ich für den New Yorker schreibe. Für den New Yorker? Ach, da passt du genauso gut hin wie ich nach Woodstock. Entschuldigt bitte, mir ist zu Ohren gekommen, dass ein paar ungezogene Subjekte da unten Marihuana rauchen. Ich habe Neuigkeiten für euch, Freunde. Marihuana ist illegal. Nicht cool. Mein Vater fährt gern weit für gecrushtes Eis mit farbiger Flüssigkeit drin. Sie haben blau. Und wir alle lieben italienisches Essen. Oh, ihr mögt italienisches Essen. Wollt ihr ein Hackbällchen? Ich verzichte dankend, aber es ist ein Jammer, dass wir in Coho kein gutes italienisches Essen bekommen. Tja, vielleicht sollten wir 3 dort ein italienisches Restaurant eröffnen. Unser eigenes italienisches Restaurant? Das klingt fabelhaft. Du hast Hackbällchen in deinem Sakko? Hi, Naomi. Hast du das zerreißbare Höschen dabei, wie ich dir gesimst hab? Ich habe keine SMS von Ihnen bekommen. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich kauf's. Hi, Naomi. Hallo, Lois. Und das ist mein Mann Dale. Hallo, freut mich sehr, Dale. Dale? Gut, wenn's sein muss, aber dich nehme ich als Letzten. Voll verarscht, ich kann nämlich nur 2-mal. Du wurdest wegen rassistischer Zeichnungen gefeuert, die werden dich nicht wieder nehmen. Du hast recht. Weißt du, wen ich noch toll malen kann? Donald Duck. Ich hätte den Job noch, wenn mehr Verbrecher wie... So, Freunde, seid ihr bereit für Rocky 4? Legen wir los! Ja. Happy Deutschland Green Day! Was zum Teufel? Puste den Staub weg. Kacke, sie läuft nicht. Wir müssen den Film gucken, das ist unsere Tradition. Wir könnten ihn auf dein Apple TV streamen. Ach, das ist das. Ich dachte, das ist ein Untersetzer. Ich stelle schon seit einem Monat kalte, feuchte Sachen drauf. Das ist schön. Unbeschreiblich schön. Wir verbringen Zeit zusammen und zwar hier und jetzt, sagte Joe. Entschuldigt, ich erschaffe mir nur schon Erinnerungen für die Zeit, wenn ihr tot seid und ich Mutterseelen allein. Oh je, Quagmire, hilf mir mal. Nein, er hat recht. Manchmal sterben Bräute einfach und niemand ist schuld dran. Na schön, es ist 14.30 Uhr, Zeit fürs Essen, weil man an Thanksgiving aus irgendeinem Grund um 14.30 Uhr isst. Und obwohl ich den Schmerz nie überwinden werde, den ich wegen meines Sohnes empfinde, vergebe ich ihnen, weil ich glaube, dass sie krank sind und Hilfe brauchen. Mr. Griffin, Sie sind im städtischen Bauamt. Sie wollten eine Genehmigung für den Jacuzzi an Ihrer Garage. Ach ja. Bekomme ich sie? Nein. Ich bringe Ihren Sohn um! Ihr Sohn ist tot! Ist er größer als Superwasserland? Ja, der ist viel größer. Woher weiß der Junge das? Ich hab's ihm gesagt. Ich kenne da jemanden, der mitgebaut hat. Wow, da haben wir also richtig Insider-Informationen. Ist er größer als die 6 Tümpel von Atlantis? Oh, das ist er, Peter. Das ist er, denn er heißt 7 Tümpel von Atlantis. Oh, das ist ein ganzer Tümpel, mehr Wasser. Los ins Auto! Wow, du bist aber schon früh auf. Ja, es ist ein echter Schnurrbartmorgen und ich hab mir den Sonnenaufgang in Jeanshemd, Jeanshose und Jeansjacke angesehen. Mann! Die Schnurrbartkultur ist echt voll cool. Da hast du recht, mein Sohn. Und jetzt mache ich dir Bohnen und Speck zum Frühstück und danach gehen wir ins Bordell, damit du deine Jungfräulichkeit verlierst. Gefällt dir das? Na Logo, das ist ein viel besseres Geschenk als der Bodybuilder-Hamster, den ich von dir zu Weihnachten bekommen habe. Warte, Mac, hör zu. Wie wär's, wenn ich dich hinfahre und dich hineinbegleite und was auch immer? Brian, würdest du mit mir hingehen? Bringst du dich um, wenn ich es nicht tue? Ja. Naja, dann bleibt mir wohl keine Wahl. Oh, Brian, danke. Oh, ich muss mein neues Kleid kaufen. In denen, die ich habe, sehe ich fett aus. Oh. Oh, hi, Mac. Hi, Mr. Quagmire. Wie kann ich dir helfen? Kann ich mir ein paar Betäubungspillen ausleihen? Oh, klar, warte kurz. Betäubungspillen, hä? Ziemlich harter Stoff für so ein kleines Mädchen. Ich weiß, aber ich habe jemanden um einen Gefallen gebeten und der sperrt sich dagegen. Ich weiß, wozu du sie brauchst, Schatz. Wie läuft's in der Schule? Oh, gut, danke. Lernst du fleißig? Ja, im ersten Halbjahr fast nur Einsen und Zweien. Oh, das höre ich gern. Gut, wir sehen uns bald. Ciao. So, Leute, das war Lois. Sie ist in 10 Minuten hier. Wie hast du Mama aus dem Haus bekommen, damit wir dekorieren können? Ich habe eine sehr ausgeklügelte Attrappe eines Supermarkts aufgebaut. Oh mein Gott, kosten diese Gurken wirklich nur 39 Cent? Allerdings, Ma'am. Haha, das ist unglaublich. Was zum Teufel ist hier los? Mann, mit dir rumzuhängen macht echt Laune, Vinny. Bist du noch ein Bier? Nein, ich würde dafür sterben. Zuerst hast du gesagt, dass...
Oh mein Gott! Du hast es echt drauf, Winnie! Ich gratuliere, du hast einen Vollidioten für dich gewonnen. Augenblick mal. Lästest du gerade über den Mann, der ackert, um dich zu versorgen? Er hat mein College-Geld für Puppenkleider ausgegeben. Peter, Karen, kommt, Ende der Diskussion. Cool, ich wusste nicht mal, dass ich eine Tante hab. Ich freue mich total auf sie. Ich schwör's euch, Leute, das wird eine Katastrophe. Wie das alternative Ende von Zurück in die Zukunft. Tja, wenn ich mich sowieso in nichts auflöse, kann ich auch meine Mutter vögeln. Lorraine, warte! Hallo, mein Name ist Marty. Hey Joe, du hast mir doch mal diesen Film empfohlen, von dem du sagtest, er sei dein Lieblingsfilm und ich müsste ihn unbedingt sehen. Backdraft, hast du ihn endlich angeguckt? Ja. Ist der nicht klasse? Ich fand ihn beknackt. Mach's gut, Joe. Wir sind frei. Dein Plan hat funktioniert. Ich hab doch gesagt, die Wachen würden wegsehen. Ach, Joe, das war der Wahnsinn. Das war doch einfacher, als dem Frühchen Süßigkeiten zu klauen. Oder Tom Brady. Du lässt diesen mega scharfen Knackarsch in Ruhe. Ich hab dich von Anfang an richtig eingeschätzt. Du kannst nicht auf der ganzen Welt tun, was du willst und damit durchkommen. Es wird Zeit, dass dich jemand herausfordert. Und es überlebt. Impfungen haben ernste Krankheiten wie Mumps, Polio, Pocken und Röteln mehr oder weniger ausgerottet. Wie sauberes Wasser und funktionierende Schulen sind Impfungen ein Menschenrecht. Das habe ich gebraucht. Ein Moralvortrag vom liberalen Hollywood. Die ganze Folge war ein Moralvortrag vom liberalen Hollywood. Das bedeutet mir sehr viel. Es wäre nett, wenn sich jemand dafür interessieren würde. Oh, tut mir leid, Brian. Das ist wirklich toll. Welcher Fernsehsender überträgt die Preisverleihung? Oh, dir wird ein Preis verliehen, weil du gestern so toll abgespült hast? Ha, du hast ein erbärmliches Leben. Wo bin ich? Auf dem Spielplatz, Brian. Ich habe dich entführt. Du und ich werden für den Rest unseres Lebens direkt hier unter dieser Rutsche wohnen. Stewie, was soll das? Bist du verrückt? Das bin ich ganz bestimmt nicht. Ich weiß, was du vorhast und ich werde es nicht zulassen. Du wirst dich für diesen fetten Drecksack nicht umbringen lassen. Ich habe meine Entscheidung getroffen und jetzt binde mich los. Nein, das werde ich nicht. Wie kannst du beschließen, mich zu verlassen? Komm schon, du kannst ohne einen Hund leben, aber du kannst nicht ohne einen Vater leben. Oh Mann, das macht mich so sau wütend. Was? Was ist denn? Die Nummer 1 der Bestsellerliste der New York Times ist Träume deinen Weg zu seelischer Freude von Pauly Shore. Deswegen hat niemand mein Buch gekauft. Weil sie das hier wollen, Ratschläge, Hühnersuppe für die Seele, den Sinn des Lebens. So einen Scheiß könnte ich in einer Nacht aufs Papier werfen. Ich sag, Mom, du hast Scheiß gesagt. Ich schreibe das in 3 Stunden und die Idioten überall würden es kaufen. Dann mach es doch. Mr. President, wir haben ein Problem. Die Decepticons haben vor, die 7 Weltwunder zu zerstören. Beginnend mit der Hagia Sophia. Der was? Ist das überhaupt 1 der 7 Weltwunder? Die Decepticons haben nur eine Schwachstelle. Eine Bierallergie. Ich hab den Geschmack auch nicht so gern. An der Brustplatte sind sie verwundbar. Wenn jemand ein Bierfass stark genug dagegen werfen könnte, hätten wir eine Chance. Hey, ich sagte, Sie dürfen nicht mehr einsteigen. Geh mir aus dem Weg, du blödes Sackgesicht! Oh nein, ich kann ohne meinen gestreiften Einteiler nicht schwimmen. Ihr macht jetzt alle schön Platz. Wir kommen auf dieses Boot. Hey, wo wollten Sie nochmal hin? Biegen Sie in diese dunkle Gasse ab. Was zum Teufel wird das? So behandeln wir Uber-Fahrer in dieser Stadt. Hört auf! Das Geräusch von euren Lederjacken ist unerträglich. Du kannst nicht einfach ein Handy kaufen und Taxifahrer werden. Bitte, ich habe 2 Familien. Peter, mit diesem Pferd stimmt irgendwas nicht. Du kennst dich mit Tieren aus. Dieses Pferd ist zurückgeblieben, darum war es so billig. Ich halte ein geistig behindertes Pferd als Haustier nicht für klug. Schnauze! Du hast doch keine Ahnung. Von irgendwas.
Wie du willst, Peter. Bitte behalt das Pferd. Gut, diese Familie funktioniert besser, wenn wir uns einig sind. Und dieses Pferd wird eine Bereicherung für unsere Familie sein. James Woods. Hallo, James. Moment mal, Sie sind nicht James Woods. Doch, ich glaube schon. Führerschein, Sozialversicherungskarte, American Express. Was soll das zum Teufel? Wow, dann sind Sie wohl James Woods. Also, schießen Sie mal los. Was gibt's für neue Projekte, James? Also, mit mir gibt es einen ganz tollen neuen Film. Er läuft nächsten Monat im Fernsehen. Es geht um den 11. September. Der Film heißt Der 11. September. Der Spaß fängt erst an. Peter, darf ich dir deine Familie vorstellen? Ihr seid meine Familie? Ganz genau. Das sind deine Kinder. Dad, ich bin Chris. Ich bin dein Sohn. Ich hab dich noch nie im Leben gesehen. Wow, das bedeutet, ich bin unsichtbar! Was steht auf dem Schild dort? Ich bin nicht gut im Lesen, Sir. Aber ich habe gesehen, wie unser Herr und Retter eine Frau für eine Weihnachtshobelei hineingetragen hat. Du bist ein guter Junge. Hier ist eine Gans. In welchem Zimmer ist Jesus? In welchem Zimmer ist Lenny Kravitz? Oh, da hätten wir eine Fahrgemeinschaft bilden können. Lois! Du verdammter Drecksack, was hast du meiner Ehe angetan? Lois hat recht, ich bin schon zu lange arbeitslos. Ich finde, du solltest dir etwas suchen, was du wirklich gern machst. Nimm dir die Jungs da drüben als Beispiel. Wo? Oh ja, das ist ein herrlicher Job. Frische Seeluft im Freien arbeiten. So verdient ein echter Neuenglandmann seinen Lebensunterhalt. Du solltest mal darüber nachdenken, Peter. Was ist das, Daddy? Das ist der Merkur, Jake, der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Hey, Megan. Oh, hey, Leute. Hast du mich gerade Megan genannt? Das ist dein Name, oder? Eigentlich ist Meg die Abkürzung für was anderes. Peter, gibst du das bitte der Schwester? Aha. Roboter in Verkleidung. Als Star der Serie bringt sich Peter gern in den Schreibvorgang ein. Hey, ihr Vollpfosten, welche Pfeife hat dieses Skript geschrieben? Das war ich. Wie hast du es geschrieben? Mit einem Computer? Ja. Also verstehst du was von Computern? Ja. Kannst du mir sagen, wie ich die Lampe an meinem Handy ausschalte? Fass mein Handy nicht an! Und noch was, ich habe dieses verschissene Drecksdrehbuch gelesen. Es hat nur eine Seite, das ist viel zu kurz. Das ist nur das Deckblatt. Du kannst es umblättern. Einfach so. Warum versteckt ihr all diese Seiten hinter der ersten Seite? Sind die schlecht? Steht zu eurer Arbeit oder verschwindet. Jetzt spuckt euch gegenseitig in den Mund. Ihr wisst, dass ich nur streng zu euch bin, weil ich euch hasse. Schön, zu Hause zu sein. Seit wann gehst du surfen? Mach ich gar nicht. Ich habe mich nur im Sand gewälzt und diesen Eimer voll lebender Krabben mit nach Hause gebracht. Wenn alles Überflüssige weg ist, ist der Pfad frei für das Glück. Lois, hier kann man reinpinkeln wie in einen Raumanzug, oder? Peter, du bereitest keine Freude. Was? Tut mir leid, aber ich sehe dich an und empfinde einfach keine Freude. Was willst du damit sagen? Peter? Ich glaube, ich kann dich nicht mehr länger hier im Haus haben. Du wirfst mich weg? Ja, es tut mir sehr leid, Peter. Ich denke nur, wenn du mir keine Freude bereitest, und das steht in dem Buch. Du kannst mich nicht aus meinem Haus werfen. Aus dem Haus, das ich bezahle. Das ich zur Hälfte bezahle, mit der Hilfe deiner Eltern. Dass deine Eltern komplett bezahlen, aber ich darf den Scheck für die Hypothek in den Briefkasten werfen. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag von ihrem Konto bezahlen, während ich einen gefakten Scheck für die Hypothek mit der Aufschrift kein gesetzliches Zahlungsmittel in die Post stecke. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag von ihrem Konto bezahlen, während ich einen gefakten Scheck mit der Aufschrift kein gesetzliches Zahlungsmittel in Stewie Sesamstraßen Briefkasten stecke. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag von ihrem Konto bezahlen, während Chris einen gefakten Scheck für die Hypothek mit der Aufschrift kein gesetzliches Zahlungsmittel ins Durch-Sesamstraßen-Briefkasten steckt, während ich die Plastikklappe für ihn aufhalte. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag... Wir haben es kapiert. Okay. Worum geht's nochmal? Ich möchte, dass du das Haus verlässt. Das Haus, das ich bezahle? Danke, dass du mich hier pennen lässt, Quagmire. Kein Problem, Peter. Lois beruhigt sich bestimmt bald wieder und du kannst zurück nach Haus. Ja, das wird schon werden. Du wirst nicht merken, dass ich hier bin. Ich meine, ich muss mein Training aufrechterhalten. Und ich kann nur einschlafen, solange Dunkirk mit voller Lautstärke läuft. Oh ja, das wird toll. Hallo Kinder, braucht ihr diese Mützen? Ich meine... Das ist das Grundelement meines Looks, aber wir können darüber reden. Ich finde sie überflüssig, ich finde, ihr braucht sie nicht. Lasst mal sehen, wie ihr ohne die aus... Wow!
Ihr zwei seid von Lego? Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest, Mom. Oh, hi, Brian. Du hast da gerümpelt. Ich werf es weg. Ha, ein sauberes Haus führt zu einer sauberen Seele und eine saubere Seele ist glücklich. Das war eine ganze Pizza. Ich habe nicht mal abgebissen. Du wunderst dich wegen einer Pizza? Sie hat einen ganzen Menschen rausgeworfen. Ja, langsam mache ich mir Sorgen um Lois. Selbst ihre Einspielgags werden recht minimalistisch, findet ihr nicht? Donald Trumps Frisur ist ungewöhnlich. Oh mein Gott, Peter Griffin, bekomme ich ein Autogramm? Gern. Meine Freunde werden nicht glauben, dass ich bei Ihnen war. Ich bin ein notorischer Lügner. Okay. Ich liebe Sie. Sie sind mein Held. Ich kann fliegen. Gut, ich möchte mich jetzt bitte dem Nächsten widmen. Toll, jetzt weiß ich gar nicht, was ich glauben soll. Carter, was wollen Sie denn hier? Seit deinem dämlichen Werbespot sind meine Ticketverkäufe im Keller. Dank dir glauben die Leute jetzt alle, meine Mannschaft besteht aus Rassisten. Soll ich ihre Titten signieren? Peter, du hast zum letzten Mal gekniet. 2 Strikes, 2 Outs, 9. Inning, Bases besetzt, hier Computerschmidt. Carter. Ground out im 2., Strikeout im 5., bisher nicht sein Tag. Der Ball fliegt auf ihn zu und Strike 3, er wusste es. Oh süß, die kleinen Vögelein. Das wird Disney nicht gefallen. Cleveland? Wo bin ich? Willkommen in Wacohawk. Oh mein Gott! Warum war das nicht in der Cleveland Show? Wir hatten vor, mit dieser Folge die 5. Staffel zu öffnen. Was ist mit mir geschehen? Wo bin ich? Hast du mal Black Panther gesehen? Nein, Gott, nein! Das ist Wacohawk. Ein geheimer Teil von Quahog, der technisch fortschrittlicher ist als jedes andere Land. Wir wollen dir helfen, nachdem du für deinen Aktivismus angegriffen wurdest. Wirklich? Also bin ich der einzige Weiße, der weiß, dass Wacohawk existiert? Nur du und ein Typ von Lieferando. Hier ist Ihr Frühstück von Taco Bell. Danke. Da ist aber keine Limo drin. Oh, tut mir leid, soll ich nochmal wiederkommen? Naja, ich meine, das wäre schön. Okay, aber das ist Wacohawk, also wird es mindestens 45 Minuten dauern. Ja, ich meine, ich habe die Limo bestellt, weil ich eine Limo wollte. Ah, okay, Mann. Bis in einer Stunde oder so. Ist gut. Gib ihm ein fettes Trinkgeld. Das Trinkgeld ist bestimmt schon in der Servicegebühr enthalten. Wow. Ist das sowas wie ein geheimes Königreich, das von der Welt abgeschnitten ist? Wir haben hier unten alles, was man braucht. Sogar unseren eigenen Wacohawk-Fernsehsender. Oh, die Jeffersons. Ja, aber die schneiden alle Serien wegen der Medienfusionen. Weezy! Toll, guck mal, Smash Mouse tritt nächstes Wochenende hier auf. In Quahog? Nein, in diesem Pornoladen. Tja, ihr habt uns erwischt. Lois und ich besorgen uns ein paar Kleinigkeiten für einen ganz besonderen Jahrestag. Und ich weiß nicht, ob die 5% Rabatt es wert waren, den Laden hier auf Facebook zu bewerten. Igitt, Meg, das kannst du nicht liken. Egal, um zu feiern, dachten wir, es wäre schön, wenn wir die 3 großartigsten Liebesgeschichten aller Zeiten erzählen würden. Wir beginnen mit der Sage von Helena von Troja, dem Gesicht, das 1000 Schiffe in Bewegung setzte. Was eine poetische Formulierung dafür ist, dass sie eine Schleckrosine war. Was eine vulgäre Jugendformulierung dafür ist, dass sie attraktiv war. Die trojanische Schokolade hat unsere Erdnussbutter verunreinigt. Die griechische Erdnussbutter hat unsere Schokolade verunreinigt. Wir könnten die neue Geschmackskombination ausprobieren oder kämpfen bis zum Tod. Hört auf, der griechisch-trojanische Erdnuss-Schokokrieg dauert schon viel zu lang. Lasst uns einfach geteilter Meinung sein. Ha, was für eine erfreulich deeskalierende Formulierung, die ich heute zum ersten Mal höre. Ja, lasst uns geteilter Meinung sein. Der Krieg zwischen Griechen und Trojanern ist beendet. Ja! Heureka! Nun lasst uns scharfkantige Steine einen Strand nennen. Scharf. Na
Mann, bin ich froh, dass der Krieg vorbei ist. Jetzt freue ich mich wirklich auf Troja. Ja, ich werde erstmal mit meinen Kindern zusammen Troja-Story gucken. Bis zur anderen Seite des Hügels und noch viel weiter! Alles, was dahinter liegt, kennen wir noch nicht. Mir ist gerade was klar geworden. Das hier könnte ein richtig langes Gedicht werden. Jetzt entschuldigt mich, Helena ist in meiner Kabine und ich dachte, ich versuch's mal mit heterosexuellem Sex. Helena? Was zum Hades? Was denn? Sie ist scharf. Aber nicht so scharf wie Medusa. Oh, ein Blick auf Medusa und ich bin steinhart. Mythologisch korrekt. Als nächstes, auf griechisches Essen muss man weltweit am meisten rülpsen. Doch zunächst tragödische Nachrichten. Eure Königin Helena ist mit Paris zurück nach Troja abgehauen. Das ist ein Skandal. Ich schicke in meine Armee auf den Hals, angeführt von meinen besten Kriegern. Achilles, Kreuzbandriss, kommt hierher. Helena ist mit Paris abgehauen. Wir werden sie zurückholen und wir werden Troja niederbrennen. Hört sich gut an. Ich muss nur vorher meine Stunde bei Sokrates absagen. Ist das nicht dieser Denker, den sie von einem philosophischen Schulbezirk zum anderen schieben? Nein, nein, das ist der mit der Methode, dass man nur Fragen stellen soll. Welche Fragen? Hast du schon mal Wein probiert? Kannst du ein Geheimnis behalten? Du weißt, dass das deine Schuld ist, oder? Ja, er sorgt dafür, dass du dir viele Fragen stellst. Hast du ihn gefunden, Quagmire? Ist das Briggs? Nein, der Typ ist sauber. Na, dann lass ihn weiterfahren. Was soll das? Sombreros, Maracas, Puderbär-Keramikpuppen. Greift zu, Leute. Sowas findet ihr nämlich nicht in Mexiko. Komm schon, was soll die Scheiße, verflucht? Briggs! Oh Mist, er entwischt uns! Diesmal kommst du nicht davon, du dreckiges Schwein. Bitte töte mich nicht. Ich bin nicht verheiratet. Mein Leben ist super. Ich habe 15 Jahre auf diesen Moment gewartet. Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, wenn man sich jeden Morgen in einen Rollstuhl hieven muss? Wenn die eigene Frau einen als halben Mann betrachtet. Wenn man besondere Parkplätze hat. Wenn man im Flugzeug in der ersten Klasse neben den Reichen sitzen darf. Gut, es ist nicht alles schlecht. Aber ich bringe dich nicht um. Ich bin kein Monster, so wie du. Was machst du dann? Verhaftest du mich? Nein, ich verhafte keine Krüppel. Übrigens, du bist verhaftet. Ich habe das nur gesagt, weil ich dachte, es wäre cool. Oh mein Gott, das war genial. Ich habe alles beobachtet. Du gerade so... Und Briggs dann so... Und dann du voll so... Und dann Briggs Beine so... Scheiße, er ist tot. Verblutet. Ich habe wohl die Oberschenkelarterie getroffen. Einfach rüber damit nach Mexiko. Leute, ich kann mich nicht oft genug bei euch bedanken. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Hey, dafür hat man doch Kumpels. Ja, und vielen Dank, dass ich ein paar Mal auf Briggs Leiche schießen durfte. So mächtig habe ich mich seit mehreren Jahren nicht mehr gefühlt. Dank euch ist dieses Kapitel meines Lebens nun abgeschlossen. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wie neugeboren. Joe, aus deinen beiden Hosenbeinen kommt Blut raus. Ja, mir ist im Fluss ein Ei geplatzt. Ich möchte eine Maschine waschen. Hast du noch irgendwas? Verdammt, Peter! Spielt ihr wieder Rasendarts auf dem Dachboden? Nein. Ja, Rasendarts! Peter gewinnt beim Rasendarts! Sie ist doof, sie hat keine Ahnung. Na schön, Peter, es reicht. Es wird Zeit, dass ihr aus... Was zum Teufel? Oh, wir haben Joe in Stewies alten Babyhopser gesteckt. Ihr habt gesagt, das ist eine Fallschirmjägerausrüstung. Schnauze, Baby, Mann. Es reicht. Das ist unser Haus und kein Spielplatz für dich und deine Freunde. Ihr verlasst auf der Stelle diesen Dachboden. Nein, wir gehen hier nicht raus. Wir haben viel zu viel Spaß. Quagmire hat gerade Eric McCormack imitiert. Sowas kann es gar nicht geben. Das habe ich auch gesagt, aber er hat angefangen und ich dachte, oh ja, ja, okay, so kann man's machen. Schön. Euch gefällt der Dachboden? Dann viel Spaß auf dem Dachboden. Hat sie uns gerade hier eingesperrt? Sieht ganz so aus. Leute, dreht nicht um, ich hab nichts gesehen. Wie war die Nacht? Haben wir dich von deinen Albträumen geheilt? Kein bisschen, sie waren schlimmer denn je. Und deswegen habe ich das gebaut.
zur Hölle ist das? Ein digitales Trauminterface. Also hör zu, wenn du damit verbunden bist, erhältst du Zugang zu meinem schlafenden Geist. Und dort kannst du diesen furchtbaren Träumen ein Ende machen. Ich mache was? Was will er? Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagt Tüdelü und Schubidu. Wir verstehen es nur nicht, weil er so komisch redet. Oh nein, er sucht nur wen, der nach Haus fährt. Stewie, das ist nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Wir werden uns diese Hirnstromrezeptorkappen auf den Kopf setzen, dann beginne ich zu schlummern und... Ich kann mit dem Ding wirklich deine Träume betreten? Korrekt, Brian. Ich will, dass du in mich kommst, während ich schlafe. Formulier das bitte anders. Und wenn du in meinen Träumen bist, ist es deine Aufgabe, die Albträume zu beenden, indem du das Monster findest und umbringst. Das ist keine Aufgabe für Feiglinge. Wenn du da eindringst, dann musst du hart sein. Also, das war jetzt Absicht. So, jetzt legen wir los. Das ist deine Rezeptorkappe. Das ist der REM-Schlafphasenmonitor. Was ist das hier? Eine Fahrradklingel, die ist nur zum Spaß da. Die habe ich von der Kreuzung, wo neulich diese Kinder plattgefahren wurden. Gut, wir fangen jetzt an. Hallo? Stewie? Ah, Sie müssen Brian sein. Ich bin Glenn. Ja, ich weiß, Sie waren sehr gemein in 101 Dalmatiner. Dankeschön. Möchten Sie jetzt Bristol Stomp hören? The kids in Bristol are sharp like Bristol when they do the Bristol Stomp. Woher kennt er das überhaupt? Er hat es mal... Um Himmels Willen, was machst du da? Ganz ruhig, die füllen Snapple-Saft jetzt in Whiskyflaschen. Das kommt besser bei den Kindern an. Du wirst es nicht glauben, aber es gab eine Zeit, da Snapple dieses Land regiert hat. Das ist ja abstoßend. Aber wahr, selbst Jerry Seinfeld hat's getrunken und er war der Präsident der 90er. Also warum bist du so frustriert? Dad will von mir, dass ich mit Absicht das Meisterschaftsspiel verliere. Was will er? Peter, komm sofort hierher! Wow, da ist jemand geil bei Tageslicht. Oh, hey, Chris. Hast du Chris gesagt, er soll die Bezirksmeisterschaft verlieren? Ich hol mir nur schnell einen Müllbeutel. So bin ich passend gekleidet. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll das Spiel verlieren. Aber das ist okay, weil wir drauf wetten. Was? Du wettest auf das Baseballteam von Chris? Technisch gesehen gegen das Baseballteam von Chris. Bist du verrückt? Sehe ich denn verrückt aus? Was glaubst du, bezahlt das Essen auf unserem Tisch und die Müllbeutel an unseren Körpern? Chris, dein Vater ist ein Vollarsch. Wenn du auf dem Spielfeld stehst, gibst du dein Bestes und versuchst zu gewinnen. Hast du verstanden? Ja, danke, Mom. Aber Lois, wenn Chris das Spiel gewinnt, verliere ich einen Haufen Geld und muss einen Typen küssen. Ich nehme verschiedene Wetten an. Hey Frank, wir müssen reden. Du musst damit aufhören, unser ganzes Essen herzuschenken. Ja, sonst machen wir mit dem Laden nie Gewinn. Wir brauchen keine Sorge, wegen Geld zu haben. Ich mache vielleicht ein Duett mit dieser Lady Guga. Und mir wird schlecht. Jedenfalls wird das Restaurant gegen die Wand fahren, wenn du weiter Essen verschenkst. Ist ja gut, ist ja gut. Versuchen wir meinen Weg. Du tust es sozusagen my way. Dankeschön. Was war das? Oh, ich bekomme $40 für jedes Mal, wenn jemand my way sagt. Nancy kriegt 60. Das heißt, Chris wird nicht verlieren. Wir haben einen Haufen Wetten angenommen. Es tut mir leid, Jungs, aber meine mega scharfe Ehefrau hat die Sache verboten. Ein merkwürdiger Zeitpunkt, um mit deiner Frau anzugeben. Aber ich bin den ganzen Tag schon so geil. Oh Mann, das muss ich nicht wissen. Reiß dich zusammen, wir stehen davor, eine Menge Geld zu verlieren. Ich weiß. Sobald Chris mit seinem fantastischen Wurfarm ausholt, sind wir ruiniert. Warte, du willst damit sagen, Chris ist nicht das Problem, sondern sein Arm? Ich denke, ja. Okay, wir haben verstanden, Peter. Klar und deutlich. Ja, wir lösen dieses Problem. Ihr jagt mir irgendwie Angst ein. Ich werde jetzt gehen, während ich unauffällig die scharfe Braut an der Tür abchecke. Ihr habt das auch gehört, oder? Peter hat uns gebeten, Chris den Arm zu brechen. Nun, er hat es suggeriert. Ich weiß nicht, was das heißt, aber lasst uns einen Teenager für Biergeld vermöbeln. Oh, ich darf beißen. Harter Tag, Dad? Ich begreif's nicht. Wie schafft Rebel Wilson es immer so fantastisch auszusehen? Tut sie das wirklich? Das könntest du auch. Du müsstest deine schönen Haare nur offen tragen.
Jetzt musst du mit dieser prachtvollen Mähne beim Friseur aufschlagen und danach bist du eine 10. Auf einer Skala bis zu einer Milliarde? Danke, Chris. Danke, dass du mir um 11:30 an einem Schultag hilfst. Es gab einen Amoklauf. Na, Hallöchen. Du würdest nicht glauben, was Patty für einen Körper hat. Eine Wespentaille, ein knackiger Po und Holz vor der Hütte. Mac, hey, wie geht's dir heute? Hey, Brian. Cool, schön zu hören. Hey, wo ist Patty? Ich weiß nicht. Vermutlich zu Hause. Wow, du bist ja wirklich besessen von Patty. Du willst sie noch mehr, als ich das neue iPhone wollte. Wie läuft's? Gut, ich freue mich schon auf das neue iPhone. Was redest du da? Du stehst nicht vor dem Apple Store. Das ist ein super schwuler Club. Ja, klar. Ich gehe und du bekommst mein iPhone. Netter Versuch, Schätzchen. Wie läuft dein Abend? Ich hoffe, Rupert und ich sind da oben nicht zu laut gewesen. Glückwunsch zum Valentinstag! Oh ja, das treiben wir die ganze Nacht. Lass mich in Ruhe, Stewie. Tja, Brian, wenn du schon einsamer Loser bist, dann kannst du es wenigstens genießen. Moment, was mache ich da? Schokolade ist giftig für Hunde. Ich höre lieber auf, oder? Stewie, das ist nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Wir werden uns diese Hirnstromrezeptorkappen auf den Kopf setzen, dann beginne ich zu schlummern und... Ich kann mit dem Ding wirklich deine Träume betreten? Korrekt, Brian. Ich will, dass du in mich kommst, während ich schlafe. Formulier das bitte anders. Und wenn du in meinen Träumen bist, ist es deine Aufgabe, die Albträume zu beenden, indem du das Monster findest und umbringst. Das ist deine Rezeptorkappe. Das ist der REM-Schlafphasenmonitor. Oh nein! Was? Wo sind wir? Wir sind beim Arzt! Jetzt gibt's eine Babyspritze in den Arsch! Ah! Gib Opa einen schleimigen Kuss auf den Kaffeemund. Stewie, da! Es ist das Monster! Schnell, Brian, bring es um! Ah, da seid ihr zwei, ja. Ich wäre ja eher gekommen, aber eins meiner Beine ist eine Schlange, die Mäuse fressen will. Das war spritzig. Verstehst du? Spritzig. Also bis dann. Du hast es geschafft, Brian. Du hast das Monster getötet. Es tut mir wirklich leid, Stewie. Ich dachte echt, es ist dir völlig egal. Du hast doch keinen Sex mit ihr. So sieht's aus. Die, die viel drüber reden, tun's nie. Stewie, sei nicht böse. Sei nicht böse? Ich fahre quer durch New England, um Ersatzteile zu holen und schrube Polster, damit ich dich schön ausführen kann. Und du steigst ins Bett mit meinem Freund und schiebst eine Nummer? Ich zeig dir, was mit Typen passiert, die meine Frau anfassen. Ich vermöbel dich mit meinem Baseballprügel hier. Nachdem ein anderer Prügel in der Angelegenheit ja nicht zum Einsatz kommt. Stewie ist am Spielen. Stewie, warte! Doktor Spielchen mit meiner Frau, Bri? Hast du ihr deins gezeigt? Hat sie dir ihrs gezeigt? Das ist der Schambereich! Wir fassen den Schambereich nicht an! Habt ihr Hintern geschnüffelt? Habt ihr, Bri? Ich schnüffle vielen am Hintern, aber Stewie, es tut mir leid. Ich hab mich in dem Moment hinreißen lassen. Tja, und ich lasse mich jetzt ein bisschen hinreißen. Deswegen spiele ich nicht in der Profiliga. Ich traue mich kaum zu fragen. Bist du gegen Tollwut geimpft? Stewie, komm schon. Antworte mir einfach. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Impfgesicht. Das ist der Mondgesichtsspruch. So geht doch keine Impfung.
Lass uns doch über Filme reden. Ich habe den neuen mit Tom Hanks gesehen. Oh Mann, ich liebe jeden Film mit Tom Hanks. Außer Philadelphia. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da reinsetzt und dir denkst, oh Gott, der hat diese furchtbare, tödliche Krankheit. Ja, und AIDS ist wirklich eine beschissene Krankheit. Da muss man böse rumkrebsen. Rumkrebsen, dieses Wort hast du noch nie gesagt. Und ich habe euch noch nie gesagt, dass ich keinen Bumerang werfen kann, aber es ist wahr. Ich hab's euch gesagt. Bist du ganz sicher, dass das funktioniert? Das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Sexpuppe steuere. Ich habe volle Kontrolle über deine Genitalien. Bist du sicher? Ja, pass mal auf. Sieht aus wie ein wild gewordener Feuerwehrschlauch. Lach nicht, das ist kein Spaß. Setz dein Sexgesicht auf. Okay, mein Sexgesicht besteht aus einem fiesen Unterbiss. Okay, Lois, ich bin soweit. Oh, Peter! Oh, da bist du ja, Rupert. Verrückt, dass du mich nie im Arrest besucht hast. Nicht mal einen Brief geschrieben. Du hast keine Briefmarke gefunden? Jetzt musst du ihn nicht mehr abschicken. Zeig mir den Brief. Zeig mir den verdammten Brief! Ich habe einen neuen Freund im Arrest gewonnen. Er heißt Thomas, die große Lokomotive. Ihr solltet euch mal kennenlernen. Du willst ihn kennenlernen? Was ist denn hier los? Du weißt nicht, wie es im Arrest war, Brian. Ich fühle mich, als wäre ich dort 4 Jahre gealtert. Am ersten Tag hat ein älterer Junge meine Nase mit 2 Fingern eingeklemmt und sie mir dann einfach vom Gesicht genommen und sie mir gezeigt und gesagt, ich hab sie, ich hab deine Nase. Ist dir das jemals passiert? Hast du jemals deine Nase zwischen 2 Fingern vor deinen Augen zappeln sehen? Und er hat sie nie zurückgegeben. Stewie, was ist denn hier drin los? Okay, du kommst mit mir mit. Die haben meine Nase, Brian. Die haben meine Nase. Die haben meine... Das verändert alles. Blubber. Ah, da hat wohl jemand ganz dringend sein Bad nötig gehabt. Deswegen warst du so ein Stinkstiefel. Schön, danach stecken wir dich in deinen Strampelanzug und dann packen wir dich ins Bettchen. Ach, endlich. So kann ich diese Arresterfahrung hinter mir lassen und wieder leben. Wow. Ja, so hat euer Opi sein Rückentattoo und Hepatitis bekommen. Teilt euch nie eine Nadel mit Ben Affleck. Wie hast du den anderen Opa kennengelernt? Für die Geschichte müsst ihr älter werden. Die Kinder in der Schule fragen, ob du Bottom oder Top bist. Sowas sollten die nicht fragen. Die sagten, wenn du so antwortest, bist du ein Bottom. Mit was für verschissenen Kindern redest du? Ich würde mich gern mit ihren attraktiven Vätern unterhalten. Guten Tag, ich bin Tom Tucker. Es ist Tag 5 der Regierungslosigkeit in Quahog und ich trage ein T-Shirt. Tom, die Regierung hat dir nicht vorgeschrieben, einen Anzug zu tragen. Aber sie hat mir vorgeschrieben, dir nicht ins Gesicht zu schlagen. Willst du das etwa? Nein, weißt du was? Gib mir dein Portemonnaie. Was? Ich sagte, gib mir dein Portemonnaie. So eine Scheißqualität. Du kaufst Ramsch. So ein Dreck. Lois, das Fernsehen ist wieder ausgefallen. Das liegt an den Überlandleitungen. Ein paar sind kaputt und keiner kümmert sich drum. Die Polizei kommt nicht, die Klospülung ist hin und der Müll stapelt sich auf der Straße. Ryan Philippi ist seit Tagen draußen. Möchte irgendjemand geschwängert werden? Unsere Stadt war schön. Ich hatte ein schönes Leben. Aber du und deine Rebellenfreunde haben es zerstört. Na, wie läuft die Tea Party so? Ist eher eine Anti-Party. Ach, kommt schon. Was ist denn nur passiert, Brian? In Somalia hat's auch ohne Regierung funktioniert. Aber wir haben's mal wieder voll vermasselt. Sieht ganz so aus. Moment mal, ich weiß vielleicht einen Ausweg. Und zwar? Wir reden mit dem Kerl, der uns das eingebrockt hat. Der weiß Rat. Lois, das wollte ich sehen. Was starrst du so? Zieh sofort deine Unterhose aus. Nein, heute bitte nicht. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Vielleicht morgen oder übermorgen. Runter damit! Ja, ist ja gut, Schatz. Glückwunsch zum Valentinstag, Lois. Geben wir uns ein kaputte Ehewangenküsschen. Ich hab's geschafft! Ich bin zu Hause! Ich hab meinen Lippenpflegestift in der Vergangenheit vergessen. Lippenpflege. Mit weichen Lippen werde ich endlich ein Bürgermeister sein können, der keine Scheu davor hat, Babys zu küssen. Hallo, Trockenlippe. Du wirst schon sehen, ihr werdet alle sehen. Wir haben noch nicht genug Beweismaterial, aber das war ja noch nie ein Problem, nicht wahr? Oh, ich bin der einzige Polizist. Eins wissen wir genau, dieses Kind wurde ermordet. Ah, ermordet? Wer in aller Welt bringt einen Camper um? Was guckt ihr mich an? Ich bring nur meinen Sohn her. Justin?
Das kann ich nicht gutheißen. Ach, Lois, du übertreibst etwas. Der Mann verbringt ihm gern Zeit mit seinen Kumpels. Kumpels? Du bist sein Kumpel? Ja, und weißt du wieso? Weil ich ihm nicht ständig sage, was er tun und lassen soll. Ihr wohnt doch einfach nur im selben Haus. Wenn das nicht so wäre, würdet ihr nie was zusammen machen. Er besitzt dich, du bist sein Eigentum. Er hat dich früher in der Garage aufgehängt, damit er nicht gegen die Wand fährt. Reicht schon. Reicht schon. Ich konnte dich nicht hören, das Radio war zu laut. Da seid ihr ja, ihr zwei. Lois, ich muss dir etwas Unglaubliches erzählen. Aber zuerst muss ich dir was Unglaubliches zeigen. Ich habe gelernt, wie man einen Purzelbaum macht. Hab ich's geschafft? Das ist doch Wahnsinn, du musst aufhören. Mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Und außerdem weiß der Fettsack genau, was er tut. Nein, er ist ein Idiot. Er wusste nicht mal, wie man das Business Center in einem Hotel verwendet. Und, was haben Sie für ein Business? Ich gucke mir nur E-Mails von anderen an, die sich nicht ausgelockt haben. Und wie läuft das Business? Ich bin ein paar verrückte Antworten auf E-Mail-Einladungen losgeworden. Gucken Sie mal, ich bringe 53 Gäste mit. Sie sind der coolste Mann, den ich je in so einem Raum getroffen habe. Du verdammtes Schwein! Stu, es tut mir wirklich leid, es war ein Versehen. Schande über dich, Brian, wie konntest du Rupert verkaufen? Was du getan hast, ist noch furchtbarer als Sex mit Sharon Stone. Wow, das war der Wahnsinn. Gerade habe ich noch an der Tankstelle gestanden und jetzt hatte ich Sex mit Sharon Stone. Ja, und jetzt kommt das Allerbeste. Brian, warum kommst du nicht mit zum Haus meiner Eltern? Die frische Luft wird dir helfen, dich zu entspannen. Ich weiß, wo man hingeht, um sich zu entspannen. Hey, ich kenne den Typen, dem dieser Laden gehört. Was? Ich habe gesagt, ich kenne den Typen. Ich erzähl's dir später. Ich mag diesen Song. Meg hat eindeutig Mumps. Warum wurde sie nie dagegen geimpft? Sie wurde in den 90ern geboren und da konnte ich mir nichts leisten, was nichts mit Burgern und Fritten zu tun hatte. Ist doch kein Drama, ich wurde auch nie gegen Mumps geimpft. Im Ernst? Ich glaube, Sie unterschätzen das Risiko. Wie die Leute, die einfach so ihr Shampoo in Flugzeuge mitnehmen. Und ich sag zu Brenda, ich arbeite hart und deshalb erwarte ich, dass du das Haus sauber hältst. Und jetzt bin ich an allem schuld. Oh, ich weiß ganz genau, was du... Au, ich hab was in den Augen! Hey, was soll denn der Scheiß? Oh, Entschuldigung, Weihnachtsmann. Ich wusste nicht, dass das Ihrer ist. So ist es. Zerknüllen Sie diesen Strafzettel. Und jetzt essen Sie ihn. Jetzt gehen wir zu Ihnen nach Hause, warten, bis Sie ihn wieder ausscheiden und dann essen Sie ihn nochmal. Hallo, Schatz, das ist der Weihnachtsmann. Er möchte mir auf dem Klo zugucken. Wie es der Osterhase getan hat. Ganz genau. Ich kriege hier jede Menge Besuch. Brian, ich fürchte, wir müssen offen zu Ihnen sein. Ja? Wir lieben dieses Drehbuch. Oh mein Gott, ich kam mir gerade vor wie Hitler. Was? War ein Witz, ich sagte, ich kam mir vor wie Hitler. Was ist? Ist hier jemand Jude? Tja, ich weiß nicht. Bist du Jude, Gordon? Ich weiß nicht, Jeremy, du? Oh Gott, ich hatte keine Ahnung, es tut mir leid, ich... Hey, Brian, wir sind beide Italiener. Schlagen Sie ein. Der war gut, sehr gut. Gut, ich erkläre euch jetzt, wie ich das sehe. Carter gibt sein Geld nur weg, weil er nett geworden ist. Und um unser Erbe zu kriegen, müssen wir einen Weg finden, damit er wieder fies wird. Ich weiß nicht, er wirkt ziemlich glücklich auf mich. Jeder kann wütend werden, Chris. Selbst Shaquille O'Neal. Entschuldigen Sie, auf meinen Pancakes sollte ein Superman-S drauf sein. Sind Sie wütend? Ich erkenne nicht, ob Sie wütend sind. Sehr wütend. Das ist inakzeptabel. Was bringt da mein Millionenvermögen, wenn nicht alles Superman ist? Okay, gut. Wir kümmern uns drum. Darf es sonst noch was für Sie sein? Ja, ein XXL-Krankenwagen. Ich stecke hier fest. Guten Abend, schöner Mann. Ach, du Schmeichlerin. Da hast du deine Zunge aber ganz schön tief in den Honigtopf getaucht. Stewie? Das ist Jeremy. Hey, kleiner Mann. Also du bist der Frechdachs, der mir meine Freundin wegnehmen will. Was, du... Seine Freundin? Was für ein krankes, perverses Spiel spielst du mit mir? Stewie klingt ein bisschen quengelig. Ich bringe ihn ins Bett. Ha! Ich hab deine Kappe, dein Schädel soll erfrieren! Jetzt kriech wieder zurück in die verstunkene Höhle, aus der du gekrochen bist! Hey, du musst mich zum Arzt fahren. Ich brauche Schwangerschaftsvitamine. Ich fahr dich nirgendwo hin. Gott, wie weit bist du schon? Ich bin nicht ganz sicher. 2 Tage? 6 Monate? In der Sache läuft es auf ein Ratespiel hinaus. Oh, und solange ich schwanger bin, musst du bitte das Katzenklo ausleeren. Wir haben keine Katze. Ach, bitte diskutiere nicht mit mir. Ach, mein Rücken bringt mich um. Und ich leide auch ein wenig unter... Morgenübelkeit. Es ist für das Baby. Es ist für das Baby.
Nun, Obi-Wan, so begegnen wir uns wieder. Stand in dem Gerichtsurteil nicht was von mindestens 50 Meter Abstand halten? Oh oh. Deine Macht ist ziemlich schwach, alter Mann. Obi-Wan! Junge, du bist gerade rechtzeitig gekommen. Nein! Hey Kinder, bleibt dran. Gleich kommt der Jolly Farm Marathon. Nein, nein, nicht umschalten. Ich will Jolly Farm sehen. Muss ich mir jetzt den ganzen Tag dumme Kindersendungen angucken? Da gucke ich ja lieber Fabel beim Trocknen zu. Das ist das neue Outfit, das du für mich ausgesucht hast. Was sagst du dazu? Dass ich neidisch bin auf Miss. Ich kann essen, was ich will und passe immer noch in eine 34. Ich könnte dir die Augen auskratzen. Weißt du, Peter, das ganze Shoppen und Kochen und Dekorieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dein neues Ich sehr lieb gewonnen. Was machst du da? Ich mach an dir rum. Komm schon, Süße, amüsieren wir uns. Lois, ich bin schwul. Du... Wie soll ich so einen Typen wie Mike Pulaski nur besiegen? Er ist riesengroß. Er ist stärker als du, doch du bist ekliger und das wirst du einsetzen. Richtig eingesetzt kann dein komischer Körper eine starke Waffe sein. Okay. Hast du je mit einem alten Nintendo gespielt? Nein. Dann wird dir das jetzt merkwürdig vorkommen, aber mach einfach mit. Ich bin auch in den Videospielen. Damit du für den Kampf richtig in Form kommst, möchte ich, dass du dieses Glas roher Eier trinkst. Da ist kein Eigelb drin. Trink's einfach. Peter, ich warte. Komme sofort. Lois, ich verstehe echt nicht, warum ich mir so einen Weiberstreifen reinziehen muss. Peter, du hast versprochen, mit mir in Autumns Piano zu gehen. Und außerdem schuldest du mir noch was, so wie du mich vor Sandra Oh blamiert hast. Oh mein Gott, Sandra Oh! Wir fanden sie toll in Sideways. Vielen Dank. Wir haben sie in vielen Filmen gesehen. Ich denke immer an sie, wenn ich mit meiner Frau schlafe. Dafür danke ich ihnen mit einem Dollar. Das ist viel Geld für so eine. Über 10.000 Leute haben teilgenommen und ich habe gewonnen. Das ist ja wunderbar, Brian. Ja, du hast echt was geleistet. Genau wie der erste Chemotherapiepatient, der den Taschentuchlook erfunden hat. Liebling, komm doch mal her. Was ist denn? Du musst herkommen. Was ist... Oh mein Gott! Wahnsinn, oder? Es ist fast so, als ob du gar keinen Krebs hättest. Ich weiß. Oh mein Gott! Nein, ich bin immer noch an tödlichem Krebs erkrankt. Und muss mich, wenn ich Sterne möchte pflücken... Au, au, oh mein Gott, vier Männer verprügeln mich. Mein Arm, ich glaube, er ist gebrochen. Wer seid ihr Typen? Warum, warum? Ich glaube, ich sterbe gleich. Bitte bringt mich ins Krankenhaus. Eure Worte haben mich bezaubert. Mich verlangt es nach eurer Umarmung. Kommt auf der Stelle in meine Kammer. Und bringt Kuchen mit. Zum Glück haben wir das unter Kontrolle gebracht, bevor die Polizei dich erwischt hat. Keine Bewegung, Lois. Du bist verhaftet. Oh, verdammt. Also gut, Joe. Ganz ruhig. Lois wird freiwillig mitgehen. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich werde nur schnell meine Handtasche holen. Ihr könnt mich mal... Tut mir leid, Lois, so sind die Vorschriften. Keine Sonderbehandlung für dich. Macht nichts, Joe, ich verstehe schon. Schnauze, du Madel! Euer Ehren, es tut mir sehr leid, dass ich all diese Dinge gestohlen habe. Ich hatte mich einfach nicht im Griff. Nun, Mrs. Griffin, nachdem Sie nicht vorbestraft sind, habe ich beschlossen, milde walten zu lassen. Mein Hammer ist verschwunden. Geben Sie her! Ich verurteile Sie zu 2 Jahren im Staatsgefängnis. Oh Mann, das ist doch Schwachsinn. Ruhe im Gerichtssaal noch. So ein Zwischenruf und ich verlängere die Haftstrafe. Herzlichen Gut, 3 Jahre. Ich hab genießt. 4 Jahre. Entschuldigung. 5 Jahre. Sie Pimmelwarze. Na gut, also 3 Jahre. 3 Jahre im Gefängnis? Oh mein Gott, was hab ich getan? Oh Mann, das letzte Mal hab ich mich so aufgeregt, als ich im Fernsehen den Blob gesehen hab. Vorsicht, hinter Ihnen, das ist der Blob. Ich rette Sie.
Die Menschen werden sich nicht an mich erinnern. Im Gegensatz zu meinen siamesischen Zwillingsurgroßonkeln, die im Bürgerkrieg gegeneinander gekämpft haben. Ich werde mich von dir trennen! Das kannst du voll vergessen! Das war nicht sehr schlau, hä? Nein, da habe ich leider nicht mitgedacht. Und jetzt wieder Jackass. Hallo, ich bin Johnny Knoxville und ich werde mir jetzt mit einem Gewehr ins Gesicht schießen lassen. Gut, kann's losgehen? Oh, wow, Gott! Diese Typen sind sau witzig, was denen alles einfällt. Bevor ich Ihnen die Tageskarte vorstelle, muss ich Ihnen eins sagen. Ich bin schwul. Ein Scheißdreck bist du. Keiner meiner Kellner ist schwul. Peter, bitte, er ist unser Kellner. Er ist der einzige Kellner, den wir haben. Lois, unser Kellner ist für uns gestorben. Wir werden uns nur noch der weiblichen Spülhilfe zuwenden. Er braucht nur etwas Zeit. Scott, ich bin jetzt endlich bereit für die Tageskarte. Dieses Jahr zu Weihnachten, der Sternenblizzard. Mit moderner Technologie tauchen Sie Ihr Zuhause in einen Blizzard aus Lichtern. Das ist viel leichter, als Weihnachtsbeleuchtung zu verkabeln. Ich lasse mein ganzes Haus für ein paar Pennys am Tag erstrahlen. Ich hab reingeguckt und jetzt bin ich blind. Schatz, das Haus sieht fantastisch aus. Wer ist da? Hey Frank, kannst du das abschalten? Meine Katze flippt total aus. Wer ist das jetzt? Ich erkenne noch keine Stimmen. Ich bin neu blind. Sternenblizzard, frohe Weihnachten. Und gucken Sie nicht direkt rein. Na schön, bitte. Damit muss man wohl einfach irgendwie umgehen. Wie mit der Spülung einer Hochdrucktoilette. Will jemand ins Stripclub gehen und sich mit mir Katzen-Emojis angucken? Scheiße, ja. Stripclub ist immer gut. Großartig, wer fährt? Wissen Sie, Sie werden glauben, ich spinne, aber es ist so ein schöner Tag, dass ich mit nacktem Oberkörper dahin reiten wollen würde. Wirklich? Wahnsinn, das ist genau mein Ding. Ah, die Sonne auf meiner besoffenen Brust fühlt sich gut an. Weißt du, du bist ein guter Kerl, Peter. Freund? Wie sagt man Freund auf Russisch? Dafür gibt es kein russisches Wort. Laut den Berechnungen meines Microsoft Surface verfügen Sie über fortgeschrittene Tarntechnik. Der Microsoft Surface bestätigt das. Microsoft Surface. Meine Samsung Gear S2 Watch sagt dasselbe. Was macht ihr? Ich will nicht mehr, dass Chris so ein fetter Dummsack ist, aber nichts funktioniert. Also machen wir jetzt große Schritte mit großen Hüten. Ich ziehe meinen großen Hut, Sir. Den ziehe ich auch, Sir. Ja, Sir. Ich wünsche Ihnen einen glänzenden Tag. Und ich danke Ihnen, Sir. Ich hab mir mein Knie aufgeschürft. Steh auf, Chris, du bist eine Peinlichkeit. Du siehst dumm und fett aus. Acht Stunden später. Ich muss schon sagen, ich war fantastisch. Findest du, du mieser, dreckiger Ehebrecher? Lois! Du bist die Telefonfrau, du bist Telefon, du bist Telefon, du bist Telefon, du bist die Telefonfrau, du bist die Telefonfrau, du bist... Du hast mich betrogen! Lois, warum hast du Telefonsex gemacht? Ich mix mein eigenes Red Bull. Lois kann mich nicht davon abhalten, die krankhaften Höhen und Tiefen zu erleben, nach denen mein Körper verlangt. Moment, du schüttest da Kerosin rein? Das ist Wahnsinn, das zerstört deinen Körper. Kerosin ist Treibstoff, Brian. Red Bull ist Treibstoff. Kerosin ist Red Bull. Dieser Drink wird dich umbringen. Brian, was mich umbringt, macht mich stärker. Ah! Peter, lebst du noch? Ach, du lebst, okay, dann werde ich dich nicht fressen. Ich wollte dich fressen. Verstehst du denn nicht? Ich habe mich ein zweites Mal in dich verliebt. Außerdem hatten wir deswegen gerade den besten Sex seit Jahren. Ich weiß, als ob sich unsere Genitalien nach einem erfolgreichen Geschäftsmeeting im Sumpf die Hände geschüttelt hätten. Und für mich beweist das, dass wir wirklich füreinander bestimmt sind. Oh. Ich liebe dich, Peter. Ich liebe dich auch, Lois. Du musst übrigens vielleicht Vollzeit-Prostituierte werden. Unsere Telefonrechnung war $7,000. Ja, Sie haben richtig gehört. Kündigen Sie meine Versicherung. Ich bin seit 40 Jahren in diesem Laden und mir ist noch keine einzige Lampe zerbrochen. Guten Tag, Sir. Gott, ich hoffe, der ist versichert. Na klar ist der versichert. Der ist schon seit 40 Jahren in diesem Laden. Sie haben richtig gehört. Kündigen Sie die Lebensversicherung meines Mannes. Er ist seit 40 Jahren kerngesund. Wir verkaufen den Lampenladen und reisen. Das brauchen wir nach dem Tod unserer beiden Kinder. Guten Tag, Sir.
Peter, was ist mit meinen Unterhosen passiert? Die sind alle ausgeleiert. Oh, das tut mir leid. Die haben wir benutzt, um verfaulte Äpfel auf den Pickup-Truck vom Obstverkäufer zu schießen. Wir wollen kein Obst an Halloween. Wir wollen Süßigkeiten. Hey, Quagmire, willst du nicht mitmachen? Ich hab hier mein eigenes Spiel am Laufen. Und was wird jetzt aus dem Laden? Naja, ich habe mit der Bank geredet und sie haben ihn zurückgenommen. Ich liebe Kekse. Willst du dir ein neues Handy kaufen, oder was? Ich muss erst rausfinden, welches ich die nächsten 6 Jahre alle 30 Sekunden aus der Hosentasche holen will. Was meinst du, Peter? Peter? Ich habe einen iPhone-Kopfhörer angefasst. In der Schwerelosigkeit hat sich meine Wirbelsäule ausgedehnt und ich bin jetzt selbstbewusste 1,90 groß. Deswegen werde ich dich für eine geilere Frau verlassen, Lois. Vergiss es, Lois, ich liebe dich über alles. Tja, Quagmire, das war echt ein lustiger Abend, aber jetzt solltest du mal nach Hause gehen, findest du nicht? Ja, ist spät geworden. Ich gehe rüber und schäl die Gigge die Gurke. Macht's gut, Leute. Bis später, Mac. Ciao. Okay, das war seltsam. Ja, seltsam. Oder? Gott, war das seltsam. Ich sag's dir, wenn der meine Tochter anrührt, gibt's Prügel, dass sich die Balken biegen. Du weißt genau, wenn's um sowas geht, kenne ich keine Verwandten. Wer bist du? Dein Cousin. Und wer bist du? Auch ein Cousin. Ich kenne keine Verwandten. Na schön, Peter. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen willst? Und was für eine? Ich, Joe und Quagmire haben mal eine Wette aufgerufen, wer am meisten Bier trinken und dann noch fahren kann. Und ihr kennt doch die Wasserrutsche in South Attleboro. Ja! Das war's! Ich fand's heute im Museum wundervoll. Du warst die schönste Frau dort. Weißt du was? Ich glaube, Lois kommt noch nicht so schnell vom Einkaufen wieder. Ich habe eine Idee. Hallo? Ist da jemand im Bad? Peter, darf ich euer Klo benutzen? Ich habe ein Abführmittel und was gegen Durchfall genommen. Oh, und die zwei streiten sich da drin. Klar, im ersten Stock, Mord. Oh Mann, ich hoffe, da drin ist eine Waage. Ich wüsste gern, was ich davor und danach wiege. Ich brauche noch einen Moment. Ich muss ganz dringend. Sie sagte, sie braucht noch einen Moment. Ach Joe, wenn ich eins daraus gelernt habe, dass wir alle für unser eigenes Schicksal verantwortlich sind. Darum verdrücke ich mich lieber. Was? Verdrücken? Das verbiete ich dir. Es muss sein, um meiner selbst willen. Ich liebe euch alle. Oh. Kann nicht irgendjemand was sagen? Brian, warte! Halt, warten Sie einen Moment. Was guckst du da, Peter? Die Passion Christi. Ich glaub's nicht, dass der Typ da einfach rumliegt und das mit sich machen lässt. Ich an seiner Stelle hätte da was unternommen. Hey! Schluss damit! Schluss damit! Okay. Okay? Okay. Na schön. Das reicht. Ich muss was unternehmen. Chris, was machst du da? Ich rette meine Schwester. Oh mein Gott. Chris, ist alles okay? Ich glaube nicht. Ich bin sehr schwer verletzt. Wie damals, als ich mit einer Schere gerannt bin. Du rennst wie ein Mädchen. Wer wie ein Mann rennt, kriegt einen Anzug. Laut dieser Prognose wirst du als Erwachsener 1,55 Meter groß sein. Dr. Hartman, das ist wirklich klein. Ich meine, ich nehme an, es wäre okay, wenn er mit 14 sterben würde. Im Studium haben wir gelernt, dass die Kleinen früher sterben, weil sie mehr Fürze riechen als wir anderen. Ich darf nicht klein sein, sonst bin ich ein Außenseiter wie Rudolf, das nicht beschnittene Rentier. Es liegt nicht an mir, es ist Dasher, er hat sich beschwert und er ist der, der es die ganze Nacht vor der Nase hat. Ich weiß nicht, Mrs. Weihnachtsmann hat gesagt, ich kann danach weniger spüren. Warum redest du mit meiner Frau darüber? Wow, echt? Ich wusste gar nicht, dass du hier auch trainierst. Hey Brian, ich mach noch kurz mein Set fertig. Komm schon, noch zwei, komm schon, du musst es wollen. Gut gemacht, dafür werde ich dich abrubbeln. Dr. Hartman, ist alles mit meinem Dad in Ordnung? Ich fürchte, wir haben ihn verloren. Was? Oh mein Gott! Hey Leute! Oh, da ist er ja. Es hat funktioniert, ich bin endlich frei. Aber was ist mit Pickel? Wo ist Pickel? Hallöchen, Freunde! Guck mal, wer laufen kann! Pickel! Oh Pickel, ich freue mich so, dass es dir gut geht. Ja, und mir geht es auch gut. Blöööö.
Du hast das Zelt offen gelassen. Hier drin hat es ungefähr 1000 Grad, Lois. Mach es schon zu, es ist eiskalt. Schlagzeile, einer Frau ist kalt. Gut, Quagmire, ich will, dass du den ersten Bissen von diesem Schokoeis nimmst, weil der erste Bissen bekanntlich immer am meisten wehtut. Okay. Ja, und ob das wehtut. Und jetzt schluck's runter. Wag es nicht, das auszuspucken. Und jetzt verschmier die Reste in deinem Gesicht und guck mich mit offenem Mund an. Wenn du dich sehen könntest, du dreckige Hure. Jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Komm nur. Immer weiter, du Mistsack. Stehen bleiben! Gib mir die Zeitung! Nein, tu mir nicht weh, du gemeiner Kerl! Mord, gib mir die Zeitung! Nein, ich lese sie hier drin. Du kriegst den Immobilienteil. Der ist sowieso nur für Angeber. Sei nicht so traurig, Peter. Hey, ich kann dich aufmuntern. Wo ist mein Bananenkostüm? It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Worry it, worry it. Oh, mein Gott. Oh, Stewie, das ist so witzig. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war meine Nummer. Die Nummer ist ziemlich sicher aus dem Internet. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. Ein afrikanischer Kriegsfürst misshandelt unschuldige Menschen. Ja, das ist okay, denn er trägt einen großen Cowboy-Hut und er sagt nach jedem Satz das Wort Hamburger. Wir werden eure Söhne alle dazu zwingen, Kindersoldaten zu werden. Hamburger. Nach 18 Stunden in den Minen durchsuchen wir eure Ärsche auf Diamanten. Hamburger. Verstehe. Wenn ihr nicht auf meiner Gummiplantage arbeitet, schneide ich euch die Zunge ab. Oh mein Gott. Hamburger. Es kommt mir wie gestern vor, als wir ihr Zimmer an diese Fliege vermietet haben, die raus will, aber es nicht schafft. Okay, also wo jetzt? Genau da, genau. Ich krieg das nicht hin. Direkt, es ist direkt. Okay, vor ich kann sie hören. Lautstark ist kein Problem für mich, aber ich sehe nicht wirklich, wovon sie sprechen. Nein. Oh, hier oben vielleicht? Ist es oben? Nein, hier auch nicht. Ist nur mehr Wand. Nur zwei. Genauso viel wie sie. Ich kapier's nicht. Aber was auch immer sie mir sagen wollen, ich begreife offensichtlich nicht. Also fliege ich einfach wieder rauf. Ich bin Peter Griffin, Erfinder der Kackklappe. Treten Sie vor den Altar und fürchten sich vor Spontandurchfall? Zu viel Chili gegessen, bevor Sie in die Oper gehen? Sind Sie Gérard Depardieu, aber hinten raus? Dann brauchen Sie ein Smoking mit der Kackklappe. Das ist vorbei, dank der Kackklappe. Und der Sieger sind Ihre Socken und Ihre Schuhe. Das Projekt ist eingegangen und ich habe $200,000 verloren. Weißt du wieso? 555 bedeutet, das ist keine echte Telefonnummer. Das hätte ich wirklich gern gewusst. Er sagt, wir brauchen keine Hauseigentümergemeinschaft, Quagmire. Genau deswegen brauchen wir eine Hauseigentümergemeinschaft. Oh, hallo, Mac. Neil und ich feiern heute unser zweiwöchiges Jubiläum. Ach, ich weiß es noch wie gestern, als er noch ein Fremder war und mich durchs Badezimmerfenster gefilmt hat. Bild dir nichts drauf ein. Das hat er mit mir vor 3 Jahren gemacht. Und er hat mir die Videobänder geschenkt. Mir hat er DVDs geschenkt. Die Produktionen waren echt hochwertig. Viel besser als Kramer gegen Predator. Du willst ihn wieder? Du kannst nicht einfach 3 Monate verschwinden und dann sagen, du willst ihn wieder. Du wirst ihn nicht kriegen. Ich kann nicht glauben, dass es ihn nicht mehr geben soll. Ich weiß, Luke, aber es ist wahr. Es gibt ihn nicht mehr. Ich meine, du hast gesehen, wie er geköpft wurde. Das kann niemand überleben. Jedenfalls nicht für lange. Manchmal ist das Gehirn noch ein paar Minuten aktiv, nachdem man geköpft wurde. Aber ehrlich gesagt kann ich mir keine schlimmere Hölle vorstellen. Und bedauerlicherweise wird er wohl auch in der Hölle landen, weil die Christen alles andere als begeistert von dieser Sache mit der Macht sind. So, Kinder, jetzt lernen wir, wer einen Hut trägt. Trägt ein Feuerwehrmann einen Hut? Nein. Ja. Ja. Trägt ein Polizist einen Hut? Nie. Ja, doch, tut er, das wusste ich. Und jetzt ihr. Sagt mir, wer trägt noch einen Hut? Ein sehr spießiges Pferd? Wirklich gut. Auch eine Bowlingkugel kann einen Hut tragen, wenn ihr eure Fantasie benutzt. Eine Bowlingkugel, die einen Hut trägt. Genau für sowas ist HD erfunden worden. Weißt du, Peter, irgendwie macht es das Verbrechen schlimmer, dass du nach dem Mord an Quagmires Kater auch noch sein Bier geklaut hast. Ach, ist das wahr? Heißt meine Antwort. Oh, verdammt. Ich hasse die Cops. Fast so wie damals meine übersensible Autoalarmanlage.
Verdammtes Mistding! Gute Nacht, Lois. Ich wollte dich beim Abendessen nicht schlagen. Es war nett, dass der Kellner nicht die Bullen gerufen hat. Ja, da bin ich auch froh. Glückwunsch zum Jahrestag. Hey! Hey! Ich weiß nicht mehr, ob ich auf dem Bauch oder auf dem Rücken schlafen soll. Was wird zurzeit empfohlen? Peter, sieh mal nach Stewie. Mach ich. Und bitte sprüh unterwegs kein Graffiti. Wie sollen die Leute sonst wissen, dass ich der King bin? Ich weiß nicht, ob das gut ist, Dr. Hartman. Vielleicht brauchen wir etwas Zeit, um uns das zu überlegen. Wir wollen keinen großen Fehler begehen. So wie ich, als ich neben der Labertasche gepinkelt habe. Hey Mann, wir sollten abhauen, das Gebäude brennt. Nicht jetzt, Kumpel, ich hab zu tun. Und ich werde Ihnen mal sagen, was brennt. Meine Harnröhre. Das war das letzte Mal, dass ich in einem Wasserpark war, so viel steht fest. Obwohl das nicht stimmt, ich habe eine 10er-Karte und es wäre schade, wenn die verfällt. Außerdem mögen die Kinder es. Oh mein Gott, ich war die Labertasche. Du bist noch viel schöner als in meiner Vorstellung. Nun, ich muss zugeben, ihr seid ein süßes Paar. Aber das waren Chris Martin und Gwyneth Paltrow auch. Wollen Sie diese Frau zur Ehefrau nehmen, damit sie Ihnen ewig Vorträge über Transfette hält? Ich will. Und wollen Sie diese armselige Monokopie zum Ehemann nehmen, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Hiermit erkläre ich euch für peinlich und grauenvoll. Ihr dürft eurer Tochter einen Obstnamen geben. Es war kein Fehler, die frische Luft tut gut. Oh Kacke, ich kann mich nicht festhalten. Du kaufst deine Jeans bei Walmart? Nein, jemand, der sie in der Kirche verloren hat, kauft sie dort. Du trägst verlorene Jeans von anderen? Ich habe die vorgeschriebene Woche gewartet. Was glaubst du, passiert nach dem Tod? Gar nichts. Licht aus, das war's. Das ist kein bisschen beruhigend. Ich halte es für ziemlich sicher, dass wir alle nur Säcke aus Fleisch und Knochen sind, die irgendwann umfallen und zu Wurmfutter werden. Wir kommen aus dem Nichts und werden wieder zu nichts. Ende. Nachts, Dewey. Licht aus. Ich kann so nicht weiterleben. Ich beende es lieber gleich. Ich werde mir selbst das Leben nehmen. Aber zuerst werde ich im Zimmer Ball spielen. Eltern haben recht! Ach du Scheiße, ist das geil. Das letzte Mal war ich so gut drauf, als ich den Marathon gewonnen habe. Ich bin Bob Costas und spreche mit dem Gewinner des Boston-Marathons. Peter, wie haben Sie es geschafft? Ich sag's Ihnen, Bob, ich bin in mein Auto eingestiegen und wenn mir jemand im Weg war, habe ich ihn platt gefahren. Du bist egoistisch ohne Ende und ein völlig verantwortungsloser Vater. Ah, schon verstanden. Jetzt bin ich im Bilde. Du bist in deinen alten Herrn verliebt? Du bist komplett ungebildet, interessierst dich für gar nichts, tust, was du willst, egal wie leichtsinnig es ist, wann immer es dir gerade passt, ohne dabei Rücksicht auf andere zu nehmen. Oh, und wenn du ausnahmsweise niemanden mit deinen impulsiven Eskapaden terrorisierst, verhältst du dich wie ein absoluter Vollidiot. Du drückst das Gesicht deiner Tochter an deinen Arsch und furzt drauf. Entschuldig die Verspätung. Brian? Was willst du denn hier? Deinen Kurs besuchen. Was? Niemals, ich will dich hier nicht. Dein Pech hab schon gezahlt, jetzt bring mir bei, wie ich Liebe finde. Na schön, gut. Aber wenn du dich hier einmal selber leckst, fliegst du raus! Jetzt glotz nicht so, ich hatte da einen Fleck. Peter, tippen Sie mir nochmal. Wow, was ist das? Haben Sie hier etwa geputzt? Ja, ich arbeite extra hart, damit Sie mich befördern. Wenn man sich ansieht, was Sie bisher getan haben, fällt es ziemlich schwer, das zu glauben. Sie können mir glauben, ich hasse es, der Fußabstreifer zu sein. Fast so sehr, wie ich es hasse, wenn Penner mich anbetteln. Ein bisschen Kleingeld? Gern. Sie haben gar nichts reingeworfen. Doch, hab ich. Ich hab Hoffnung rein. Hoffnung. Verprass es nicht auf einmal, Lumpensack. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz für kleine Mädchen. Ist gut, Baby. Eine Woche ist rum und ich habe immer noch keine Zähne. Und die, die ich von dem blöden alten Sack geklaut habe, sind nicht echt. Brian, guck mal, ich bin Ronaldinho. Ich spiele nicht mehr so gut wie früher, weil ich es so oft mit der Trainertochter getrieben habe. Ich freue mich, dass ihr heute Abend gekommen seid. Oh Chris, wir würden den Tag der offenen Tür in deiner Schule nie versäumen. Ihr Kinder seid das Wichtigste in unserem Leben. Oh mein Gott, wir haben Meg vergessen. Keine Sorge, Meg hat in ihrem Zimmer alles, was sie braucht. Also gut, ihr tankt. Ich muss mit der geilen Frau von dem beliebigen Mechaniker etwas besprechen. Wilson, einmal vollmachen. Wilsons Frau, vollmachen. Verstanden? Ich weiß nicht, was die da oben machen, aber sie hören auf jeden Fall sehr laut Def Leppard. Danke für Ihren Besuch, Mr. Buchanan. Gern, sag niemandem, wie schlecht ich nackt aussehe. Viel Spaß beim Erziehen meines Bastards.
Hör zu, Joe, wir wollten es dir nicht sagen, aber wir fahren zu dem krass gefährlichen Stierlauf. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dachten, es ist zu hart für dich. Ja, wir dachten, es ist viel zu riskant für einen verkrüppelten halben Mann mit verkümmerten Stummelbeinen. Wir wollten deine Gefühle nicht verletzen. Quatsch, meine Behinderung hat mich noch nie von was abgehalten. Ich komme mit euch mit. Du hast in deinen Beutel gepinkelt, während du das gesagt hast. Kannst du ehrlich behaupten, dass du nicht gepinkelt hast, während du gerade geredet hast? Du kannst mitkommen. Hallo Tom, wir nähern uns soeben dem Haus des Verdächtigen. Hey, das ist ja besser als jeder Krimi. In dem Haus wohnt bestimmt ein betrunkener Fetzer. Oh, keine Bewegung! Stehen bleiben! Ah! Da ist er! Hände hoch, Griffin, kommen Sie mit! Na, Augenblick noch, ich will sehen, was Sie mit dem Esel machen. Hände hoch! Meine Güte, Peter, du hast doch nicht... Die Frau ist aber eine Zuckerpuppe. Schluss jetzt! Eine Menge fetter Typen hier. Na klar, das Gewicht jedes Mannes ist mindestens 10 Kilo mehr als das, wonach es aussieht. Weißt du, wie anstrengend es ist, das zurückzuhalten? Du darfst endlich loslassen. Entspann dich. Atme endlich aus. Atme so aus, als ob du nie wieder eine attraktive Frau beeindrucken müsstest. Oh. Wow, das fühlt sich fabelhaft an. Jetzt bestellen wir Essen. Ich bin hungrig. Freut mich sehr, hungrig. Ich bin Brian. Gott, wir brauchen so viele Sachen. Sieh nur, wie winzig die ganzen Klamotten sind zum Anbeißen. Ich meine, was für Füße passen in diese Schuhe? Deine Füße. Der Witz wird alt, ehrlich. Du solltest dich darauf einlassen. Oh, wie weit sind Sie denn schon? 8. Monat. Sie sehen fabelhaft aus. Sagen Sie mal, tropft es bei Ihnen? Also bei mir tropft's. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Sie sehen wie 40 aus, also hat was auch immer Sie da drin haben, sicher einen Gehirnschaden. Also einen schönen Tag noch. Ich hasse... Und nun wieder noch irgend so ein Indiana-Jones-Film. Schlangen. Warum ausgerechnet Schlangen? Ein alter Käfer. Warum ausgerechnet ein alter Käfer? Ist euch allen auch so heiß? Ist es heiß? Brian, geht es dir gut? Ja, alles bestens. Ich bin nur... Oh mein Gott! Oh, Lois, dein Hund hat gekotzt. Peter, Brian ist eindeutig krank. Du musst mit ihm zum Tierarzt. Peter, gib mir 5. Gib mir 10. Lass es mich seitwärts und von vorne sehen. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt noch mal drüben am Sprungbrett. Jetzt auf der anderen Seite vom Pool. Gut, wir treffen uns in einer Stunde an dieser Adresse und dann ziehen wir die Nummer nochmal durch. Und wenn Sie noch keine Angst haben, hier sind Bilder von Menschen, die an einer Salatbar niesen. Oh Gott. Und Aufnahmen von Menschen, die an U-Bahn-Drehkreuzen lecken. Und ein Grippeinfizierter, der mit Ihnen rumknutscht, während Sie schlafen. Oh mein Gott. Hallo Jungs. Wow!
Wow, 18-jährige Lois ist ja der Hammer. Die neue Kappe sieht cool aus. Da bin ich sicher. Soll ich dich informieren, wenn wixerkappen.com wieder Ausverkauf hat? Gern, dann kann ich mir die Jeanskappe auch leisten. Ich mag dich, Brandy. Ich mag dich auch. Das ist krank. Du hast ein krankes Date. Peter, was machst du hier? Ich mach den Popcorn-Eimer-Trick mit mir selber. Ich kann ihn immer noch nicht finden. Da wird man demütig. Was ist passiert? Auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich es besser weiß als alle anderen. Ganz einfach. Jedes Mal, wenn jemand durch eine Dampfwolke läuft, wird ein Millennial geboren. Ich glaube, ich spüre es. Broad City ist so witzig. Nein, Broad City ist genial. Nein, Broad City ist einfach alles. Peter, wach auf. Kann ich deine Emily-Erdbeer-Folgen vom Festplattenrekorder löschen? Was? Oh, verdammt. Ich bin doch nicht zuerst eingeschlafen, oder? Was ist passiert? Oh, warte! Hast du geschlafen? Hi, ich bin Professor Comedy. Nein! Buh! Peter, du bist laut, machst deinen Job nicht richtig und hast einen sehr hohen Blutdruck. Du könntest ein Schwarzer sein, wenn dein Ding nicht so verdammt kurz wäre. Woher wissen das alle? Peter bewegt seine Lippen beim Lesen, weil er das Buch verschlingen möchte. Verarscht! Ich habe schlechte Neuigkeiten. In Schweden wird bald ein Möbelstück beerdigt. Was ist mit Peter? Ach ja, Mann. Der liegt, wie wir sagen, im Koma. Wo ist sein Krankenblatt? Ach ja, hier ist es. Griffin, Koma, Peter. Kommt alle her, Familiensitzung! In diesem Haus gibt es zu viele Blähungen. Also, wenn ihr ab jetzt einen fahren lassen müsst, zieht ihr die Hose runter und verwendet dieses Furzloch. Bist du verrückt? Lois, ganz cool, es ist nur ein Trick. Sobald Brian es tut, werde ich auf der anderen Seite sein und ihm das Zäpfchen reinschieben. Nein, absolut nicht. Ich will so auf keinen Fall leben. Glaubst du, Morgan Fairchild hat ein Furzloch in ihrem Haus? Grundgütiger, beinahe 3 Uhr. Ich muss diese Ladung Zuckerrohr, Tabak und Gewürze vor dem Abend am Hafen abliefern. Dieses Auto nähert sich ausgesprochen schnell. Immerhin trägt es die britische Flagge. Ich weiß, manche Lehrer glauben, Unterricht müsse strukturiert ablaufen. Mr. Griffin glaubt das nicht. So wird mein Unterricht sein. So, lernt mit mir. Unterrichten wir einander. Ja, lernen! Chris, 1. Meg, 6. Dieses Chaos ist unfassbar. Hier sind 2 zusammengeklebt. Was zum Teufel? Der ist von Peter. Wer ist bitte Gretchen Mercer? Und der Poststempel ist von einer Woche vor unserer Hochzeit. Oh, es gab mal eine Zeit, da bekam der Präsident des Jonathan Taylor Thomas Fanclubs sehr viel Post. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Ich habe es mir genau überlegt. Und ich werde das Kind für Naomi O'Dell austragen. Du wirst was? Ja, genau. Und ich will deinen Segen, Peter. Du kriegst meine Kacke ins Auge, nichts weiter. Du kannst ihr Baby nicht austragen. Ja, du wirst irre, wenn du schwanger bist. Für tot. So hatte König Stuart freie Bahn, sie zu heiraten. Das Brautpaar hat sein Ehegelöbnis selbst formuliert. Unsere Liebe ist wie 2 Feigen, die an einem Feigenbaum hängen, der von Amor begossen wird. Du und ich sind wie 2... Oh, es tut mir leid. Stört meine Hochzeit Ihre Vorankündigung? Wir sind gerade mitten in unserer Serie. Okay, wir sind dran. Ihr habt auch einen Sendeplatz. Geht dahin. Warum sind wir im Biomarkt? Du musst den Ring loswerden. Und hier kaufen Leute eklige Müsli-Mischungen, die ihnen beim Kacken helfen. Und welche sollen wir kaufen? Ich weiß nicht, fragen wir. Sind hier grauhaarige lesbische Kunstlehrerinnen, die uns helfen können, ein Ballaststoff-Müsli zu kaufen? Es wird nicht lang dauern. Wir wissen, dass Ihre großen Hunde vor der Tür festgebunden sind. Also, wie findest du das Haus, Brian? Chadley geht nun davon aus, dass ich hier lebe. Stewie, wem gehört der Schuppen? Ach, irgendeinem reichen Vollidioten, der auf Instagram mit seinem Urlaub angegeben hat. Er hat ein Foto von seinen Füßen im Sand gepostet. Als Kerl macht man sowas nicht. Was für ein Wichser. Ich werde seine Zahnseide verschlucken. Du ziehst sie aus mir raus und wickelst sie wieder auf. Guter Plan.
Ah, das muss Chadley sein. Auf, Chris, wann war die Schlacht von Hastings? Weiß nicht. Deutsch-Französischer Krieg? Weiß nicht. Amerikanischer Bürgerkrieg? Weiß nicht. Die Kuba-Krise? Keine Ahnung. Hiroshima? Nie gehört. Burgundischer Vertrag? Was ist das? Tod von Karl dem Großen? Kein Schimmer. Cortés erreicht Südamerika? Kommt nur, hast du Luft. Die Watergate-Affäre? Klingt erfunden. 11. September 2001. Klingt auch erfunden. Bronzezeitalter? Die Lutherbibel? Nein. Kennedy-Attentat? Nein. Drittes Reich? Hör Erster auf. Weltkrieg? Dad. Ihr dürft wieder in die Schule. Mann, das lässt sich alles ziemlich gut an. Ja, und endlich ist die Abtreibungsklinik der Stadt fertig. Die Zeit half Peter, Lady Redbush zu vergessen. Und schon bald hatte er ein neues, tüchtiges Weib. Wahnsinn, das war fantastisch. Du musst wohl oft geübt haben. Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich für die Ehe aufgespart. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot sind. Die hatten ihr ganzes Leben vor sich. Gut, ich werde es sagen. Was machst du mit dem Baby? Heben wir es für Ersatzteile auf. Du bist keine junge Frau mehr. Höchstwahrscheinlich hat das Baby einen Chromosomendefekt wie die Katzen bei den Para-Animalympics. Chris, ist alles okay? Du wirkst irgendwie, ich weiß nicht, so still heute. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich hätte gern zwei Karten, bitte. Ein Mann und eine Schlampe, die zu tun hat, was ich sage. Was? Das ist nicht lustig, Chris. Hier ist deine Karte. Heb sie auf. Chris, warum führst du dich so auf? Heb sie auf und koch daraus irgendwas Leckeres oder strick daraus irgendwas Nützliches für mich. Ist völlig egal, Mom. Dad und ich haben uns amüsiert. Wir waren auf einer Party. Wir haben uns zum ersten Mal im Leben gut verstanden. Es war nur Joe. Wie konntest du deine Chance vermasseln, auf dein Lieblingscollege zu gehen? Ich kann's nicht glauben, dass du so verantwortungslos bist. Hey, Meg, willst du Wasserballons auf Idioten schmeißen? Gern. Tot. Was denn? Einmal noch. Freust du dich auf der Typ mit dem irren Blick im Kino heute Abend? Ich dachte mir, Scott Baio ist androgyn genug, dass wir... Das war echt saukomisch. Du bist wirklich ein Traum. Der Typ mit dem irren Blick ist mein Lieblingsfilm. Und ich freue mich darauf, ihn mit dir zu sehen, mein Schatz. Ach, das ist aber schön. Können wir jetzt endlich rumknutschen? Wie kommst du darauf, dass ich dich küsse, nach dem, was du gerade gesagt hast? Ich bin noch nie im Leben so enttäuscht worden. Ich will dich nie wiedersehen. Wie konnte ich dich nur für was Besonderes halten? Na warte! Oh nein! Peter, du hast Tom Tucker gesagt, er soll diesen ganzen Unsinn im Fernsehen machen. Du bist schuld, dass er seinen Job verloren hat. Das wusste ich nicht. Die Journalistin Katie Couric hat sich im Fernsehen einen Schlauch in den Arsch stecken lassen und wurde bejubelt. Das war eine Darmspiegelung. Irgendwie ist es auch deine Schuld, weißt du? Ich meine, du hast dauernd wegen Dallas Portland rumgesabbert. Ich wollte ihn nur aus dem Fernsehen raushaben. Peter, das ist lächerlich. 45 Minuten nach Weekapock. Wir könnten es schaffen, bevor Stewie einen Schaden fürs Leben erhält. Brian, es ist 10.30 Uhr morgens. Warum verlangt mein Körper nach Alkohol? Das ist völlig normal für die Uhrzeit. Ich schwitze und zittere und denke mir Lügen aus. Und warum habe ich unglaublich Lust auf Käsecracker und darauf im Wald zu masturbieren? Weil es 10.30 Uhr morgens ist. Oh mein Gott, ich werde euch ja so vermissen. Bitte ruft mich an und sagt mir ganz genau, wann ihr wieder da seid, ja? Raus jetzt. Tut mir leid, Chris, aber wir sollten die Wünsche von Jerome respektieren. Jetzt, da ich weiß, was er durchgemacht hat, ist mir klar, dass er ein guter Mann ist, der seine Gründe hat, Bleichgesichtern zu misstrauen. Danke für dein Verständnis, Peter. Jerome hat recht. Weiß ist weiß, schwarz ist schwarz. Wir sollten die Rassen komplett voneinander trennen. Nein, nein, das ist okay. Voll okay. Kapierst du nicht, Brian? Das ist die angebrachte Reaktion, wenn jemand deinem Arsch zu nahe kommt. Hör zu, es war ein Fehler, dass wir dich ändern wollten. Ich will, dass du wieder so bist wie früher. Wirklich? Aber ich war ein böser Hund. Ich weiß, aber genau das habe ich an dir gemocht. Wir hatten viel Spaß, wir haben zusammen Ärger bekommen und wir... Oh, ich habe mir mit diesem Finger das Auge gerieben. Muss ich das büßen? Hey, Quagmire, wie lief dein Date gestern Abend? Cleveland, es war hammermäßig. Weißt du, was ich gestern Nacht entdeckt habe? Frauen haben ein viertes Loch. Was? Ja, ich meine, es ist nur sichtbar, wenn man von einem gewissen Winkel aus hinschaut. So wie der Eingang von Hogwarts. Aber du musst glauben, dass es da ist. Mann, ich beneide euch Singles. Keine Familie, ihr könnt immer Party machen. Ich darf nur mit den drei Nasen hier feiern. Und nun wieder House Hunters in Westeros. Ich liebe es. Verkauft! Sei gewarnt, Khaleesi. Aus dem vierten Schlafzimmer gibt es keinen Fluchtweg. Und die Eigentümergemeinschaft ist bekannt als gnadenlos. Schande! Schande! Mülltonnen müssen bis 10 Uhr morgens weggeräumt sein. Und mach die Drachenkacke weg. Was ist denn mit der Treppe? Die sieht anders aus. Ach, ich will beweisen, dass Peter der ist, der hier im Haus flucht. Ich hab die Treppe gewachst, damit er runterfällt. Lois, hast du meine Spider-Man-Socken gesehen? Ich finde sie... Aua! Ach, hey, du meine Güte. Hoppala. Jetzt aber. Auwei. Na, holla. Doof. Peter.
Peter, seit wann hältst du dich so zurück? Ich habe mich mit Caillou's Softy Dad angefreundet. Ich treffe mich mit ihm im Park, um ungesalzene Salzcracker auf der Schaukel zu futtern. Wenn ich dich nur nach deinen Klamotten beurteilen würde, würde ich sagen, du bist eine Hardcore-Lesbe. Nein, niemals! Wir sind gleich da, ich sehe schon die Bühnen. Oh, da vorne ist nichts, das ist nur eine Fata Morgana. Die Kloster sind auch eine Fata Morgana. Danke fürs Warten. Ich musste wirklich dringend pinken. Ihr könnt euch euren Job in die... Überraschung! Ich? Ja, danke. Ach, ihr habt keine Ahnung, wie nötig ich das heute hatte. Du bist in Ordnung, Griffin. Levi? Für ein... Sag dieses Wort nicht! Und alle Zimmer hier haben nur ein Doppelbett? Ja, Motelregeln. Mann, so ein Scheiß. Du hast keine Ahnung, wie sehr mir das auf die Nerven geht. Sieht eher so aus, als hätte jemand zwei Betten zusammengeschoben. Ich red mal mit der Rezeption. Nein, tu das nicht! Ich meine, der Terminator! Champagner und schokolierte Erdbeeren? Ja, die kommen da drüben neben die Kerzen hin. Ich muss schon sagen, das war ein ganz heftiger Tag. Ich bin jetzt echt bereit für die Kiste. Alter, das kann heute noch richtig abgehen. Könnt mich alle mal. Pawtucket Pat ist ein Held. Die Statue bleibt stehen und Schluss. Sie gehört zur Geschichte, wie Katharina die Große. Mein großes russisches Volk. Es wird mein Vermächtnis als Kaiserin sein, die Grenzen Russlands zu erweitern, seine Armee zu vergrößern und Paläste zu erbauen, die noch Jahrhunderte bewundert werden. Stimmt das, dass Sie Sex mit einem Pferd hatten? Ich habe Allianzen mit allen großen Mächten in Europa geschmiedet. Was ist mit dem Pferdesex? Es gibt keinen Pferdesex. Belästigt der Typ dich, Kathi? Ich hab das im Griff. Willkommen, schön, dass Sie da sind, John. Oh nein, nein, nein. Ist das Mädchen hier, das die hinterbackenfreien Shorts trägt? Nein, die ist jetzt auf dieser Alternativschule. Oh. Weißt du, ob die dort heute auch eine Party haben? Sie können noch nicht gehen. Sie haben den Kuchen nicht mal probiert. Auf dem Kuchen steht, du kannst die Chemo besiegen, Helen. Dafür war es ein Sonderangebot. Helen konnte die Chemo nicht besiegen. Tanz auf dem Tisch, yo! Hier geht's gleich ab! Also Kinder, Bonnie hat mir von was ganz Tollem erzählt. Es nennt sich Podcast. Ich glaube, es ist wie eine Radiosendung auf deinem Handy. Habt ihr davon gehört? Podcasts? Ja, Mom, wir wissen, was Podcasts sind. Ah, dauert wohl, bis diese Dinge bei den Müttern ankommen. Das muss ich Bonnie erzählen. Wow, wirklich? Sieh an, da war wohl gestern jemand lange wach. Ja, ich schlafe immer ein bisschen länger, wenn ich unter einem großen, behaarten Bären liege. Oh nein, die machen schwulen Witze ohne mich. Schon gut. Jetzt bist du mit einbezogen. Gute Neuigkeiten, ich steige ins Wettgeschäft ein. Ich habe für eine Schiebung beim Boxkampf gesorgt. Was heißt, er wurde verschoben? Peter, du bist jetzt schon eine Weile Mafia-Boss. Ich wundere mich, dass wir noch keinen Ärger mit rivalisierenden Familien hatten. Was redest du? Die lieben mich. Zum Beispiel haben sie mir heute früh völlig unerwartet einen hüpfverpackten Fisch geschickt. Was? Peter, weißt du, was das bedeutet? Ja, dass die voll nett sind. Gestern ist sogar einer bei mir vorbeigefahren und hat gesagt, dass ich eine liebe Familie habe und dass es schade wäre, wenn ihr was passieren würde. Das ist ein Kompliment und empathisch. Wann habt ihr zum letzten Mal sowas zu mir gesagt? Peter, ich bin nicht sicher. Und das hier. Sie haben Megs Ohr gefunden und zurückgeschickt. Die haben es zurückgeschickt. Die meisten Leute würden sowas behalten. Bitte, mach die Schachtel zu. Ich glaube, du solltest dir langsam klar machen, was los ist. Die nächste Message ist vielleicht nicht mehr ganz so subtil. Los, los, los! Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas.
Komm schon, fette Kohle. Immer noch 300. Na, wie wär's noch mal mit einem Tee? Strike! Strike 3 und er hatte es geahnt. Peter, bist du völlig verrückt geworden? Du hast doch keine Ahnung von Politik. Und du hast keine Ahnung davon, wie man ein Flugzeug landet, Klugscheißer. Außerdem wäre Wild West ein toller Bürgermeister. Er ist ein Mann. Was hat das damit zu tun? Das hier ist Amerika, Lois. Männer hatten schon immer das Sagen und es hat nie irgendwelche Probleme damit gegeben. Und jetzt sagt nicht Wirtschaft oder Irak oder Einkommen oder Rassismus oder Brett Kavanaugh über Luftverschmutzung oder Vietnam oder Sklaverei oder Watergate oder Kapitalismus oder MeToo oder Obdachlose oder Polizeigewalt oder Homophobie oder Monica Lewinsky oder Schulschießereien oder Ureinwohnergenozid oder Fox News oder Tim Allen oder Klimawandel. Damit hast du recht, aber ich glaube... Hey, Stewie. Was war das? War das ein Katzenbuckel? Oh mein Gott, hat das so ausgesehen? Na, wenn du es sagst. Die DNA-Analyse war wohl auf den Punkt. Natur kann man nicht leugnen. Was machst du? Schnurrst du etwa? Hältst du dich wirklich für eine Katze? Ja, nein, ich weiß nicht. Ich fühle mich einfach anders. Deine Analyse ist mir egal. Du bist keine Katze. Das, was du bist, nennt man prätentiöser Nachahmer. Was ist das? Madonna hat mal in London gelebt und dann nach einem knappen Monat hat sie angefangen, mit einem britischen Akzent zu sprechen. Das ist das. Wenn ich keine Katze bin, warum liebe ich dann diesen Kratzbaum so? Das ist kein Kratzbaum, sondern Max Bein. Nicht aufhören! Nochmal danke für euren Besuch. Ich habe mir gedacht, wir könnten mit Kyle am Samstag in Bob's Funland fahren. Oh, wirklich? Ich muss da in der Nähe mein ADHS-Medikament besorgen. Brian, und hör auf! Ich will... Wir können nicht fahren. Was? Warum? Ganz ehrlich, ich habe nachgedacht. Oh, oh. Was willst du sagen? Weißt du, Brian, ich bin noch jung. Oh, sie meint, du bist es nicht. Und ganz ehrlich, ich will mich mit anderen treffen. Oh, der Nagel steckt im Sarg. Außerdem ist mein Ex-Freund wieder Single und er ist ein sehr selbstloser Liebhaber. Alter, ich hab's dir gesagt. Okay, ich schütte ein paar Planters Erdnüsse in Lisas Wagen. Die offizielle Marke für Leute mit Erdnussvergiftungen. Was? Nein, sie macht Witze. Kommt schon, seht mich an. Zylinder, Handschuhe, Schuhe, sonst keine Kleidung. Ich bin vertrauenswürdig. Okay, jetzt warte ich darauf, dass sie einsteigt und einen Allergieschub hat. Dann stürme ich rüber und rette sie mit dem EpiPen. Dann werde ich sicher zum Gast der Woche gewählt. Stewie, alles gut bei dir? Hast du Spaß mit Mamis Handy? Ja, hab die Kopfhörer in die Nase gesteckt, aber es funktioniert. An Mac Griffin? Das ist von der Brown. Ich bin angenommen worden! Das sind ja tolle Neuigkeiten. Applaus, meine Highschool-Freundin und ich schreiben uns immer noch, ich liebe dich in E-Mails. Ich hatte gehofft, die Neuigkeiten und das Klatschen übertönen dieses Geheimnis. Aber yay, Meg! Hör auf, mich zu treten, Peter. Deine Zehennägel sind so lang, als ob Monique mit mir im Bett läge. Ich bin hier drüben. Ich habe deinen Vibrator gefunden und dann habe ich mein Ding mal dran gehalten. Ich dachte, die sollten sich kennenlernen. Chris, was zum Teufel machst du? Dad hat gesagt, ich soll hier schlafen. Tut mir leid, Lois. Mir fehlt Brian, wie er da immer so am Fußende liegt. Also habe ich Chris gefragt. Peter, wir hatten vor 20 Minuten hier Sex. Eigentlich hattet ihr den vor 17 Minuten. Aber ihr seid nicht fertig geworden, also läuft's technisch gesehen noch. Ich war sehr voll. Das müsst ihr wissen. Gut, Stewie, bist du bereit? Wow, Dr. Hartmann hat ganze Arbeit geleistet. Ja, er hat mir 2 Tage Bettruhe und Eisbeutel verschrieben, damit es abheilt. Aber den Fototermin verpasse ich nicht. Ah, solltest du nicht vielleicht doch auf den Arzt hören? Brian, ich weiß, was ich tue. Der nächste. 1, 2, 3. Oh mein Gott, Tyler, weißt du noch, wie das war? Und ob. Wie bist du damals nur darauf gekommen? Wir sind seitdem auf vieles gekommen.